So, einen wunderschönen guten Abend. Boah, es ist Two-Face. Hallo. Hallo. Ja, du bist ganz schön hell und ich bin ganz schön. Warte mal. Kommt bei dir noch so viel Sonne rein? Ja, ich habe hier die Abendsonne direkt bei mir am Fenster. Ja. Nee, die Abendsonne ist hier auf der anderen Seite von mir. Ich überlege aber gerade, ob ich mir noch eine Lampe hole, weil ich bin ganz schön dunkel, oder? Ja, mach mal, wir können das ja. Wir basteln ja eh noch ein bisschen. Ja, genau. So. Da hinten, ich musste nur einmal hier auf diese Seite des Raumes holen. Ja. Aus der Tiefe des Raumes. Ich ranschießen, ranschießt und. Da ist das Ding. Tor, Tor, Tor. So, der Chat ist noch ein bisschen zu breit. Wo war das denn? Da. Deadbox. Bisschen schmaler machen. So. Ja, das ist sehr hell. Und dann muss ich dich noch ein zweites Mal einbauen. Hast du noch was zu mir gesagt? Ich hatte den Kopfhörer. Nee, ich habe nur Tor gerufen. Ja, sehr gut. Guck mal, vielleicht so als Grubenlampe könnte uns in der Mitte vielleicht auch hilfreich sein, ne? Ja, sehr gut, das gefällt mir. So, dann wäre es. Das wäre indirekte Beleuchtung. Ich glaube, direkte Beleuchtung ist ein bisschen krass. Das hat schon so ein bisschen Horroratmosphäre, ne? Oh ja, das für Halloween ist noch ein bisschen früh. Ja. Dann nochmal ein Image, nochmal, wie hieß denn das Ding?
Stardew Frame 16 zu 9, glaube ich, ne? Ja. Den legen wir nochmal drüber. Ja, das sieht doch gut aus. Hey, Seewolf, Chris ist auch da. Hallo. Moin. Moin, wer schreibt denn da? Moment, ich muss mal meinen Chat wieder aufmachen. Seewolf, Chris, moin. Gruppieren, Second Screen, Stardew Valley. So. Es sieht schon sehr gut aus, oder? Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Oh, jetzt habe ich den Falsche verzogen. So. Sind wir auf gleicher Höhe irgendwie? Nee, das passt, glaube ich, noch nicht so richtig. Wir sind doch, glaube ich, nicht gleich groß. Nee, du bist kleiner, ne? So. Ich hätte eigentlich vor, dass wir da nicht reinragen, weil dann ist es zu klein, oder? Ja, ich glaube ein bisschen reinragen. So, warte mal, du, da oben hast du Follower, da hast du den Chat. Genau. Aber sonst zur Not müssen wir unsere Namen opfern. Ja, Nee, aber wobei ich glaube, das geht auch ich glaube, das so. ist ganz gut. Dich musst du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen nach links schieben wegen deinen Ah ja, Lebensleisten. genau. Nicht, dass ich. Und ja. Komme ich mal ein bisschen zu dir rüber, ne? Ja, genau, einfach so ein bisschen, dass man gleich seine Werkzeugleiste noch sieht. Du, sag mal bei mir, ich habe noch so einen schwarzen Balken unten jetzt, ne? Oh, den hast du aber auch in der Übertragung. Ja, weil da ja irgendwo dann mein anderes Screen anfängt. Ah ja, warte. Das kriegen wir Unter, auch genau, hin. unter mir ist noch ein schwarzer Balken. So. Ja, so ist doch besser. Guck mal, jetzt bin ich auch fast in der Mitte. Ja, sehr schön. Dann hoste ich Achso, mal. warte, jetzt kann ich ja, ich glaube, guck mal, jetzt mache ich da oben noch die eine Lampe aus wieder. So doll in der Switch, ne? Das tut's auch nicht. Sieht man mich doppelt. Jetzt bräuchte ich eigentlich das kleine Fenster schon nicht mehr, Und dann ne? so kann man deine Facecam abschalten, genau. Ne? Also hier sieht man es jetzt ein bisschen, da steht das Handy, das filmt jetzt da die Switch ab. Ja, ah ja, stimmt. Und ich sitze hier hinter. Ist echt Und irre. nehme jetzt mal hier die Controller. Ich habe mir auch das kleine Raumschiff hier mitgebracht, das ich fast nie benutze. Oh ja, den, nee, den habe ich gar nicht mehr. Damals eine zweite Switch gekauft. Und also als ich noch mit meiner Ex-Freundin zusammen gewohnt habe. Und dann hat sie das leider mitgenommen. Aber ich habe dafür den So. Pro-Controller bekommen und Ja. das geht auch. Ja. Der ist ja noch ein bisschen besser wahrscheinlich als Ja. dieses Zusammengebastel-Dingsbums. So, warte, ich muss die Lampe wieder anmachen. Zack. Mal Sie mal gucken. gerade auf Pause gemacht und scheinbar läuft die Uhrzeit nicht weiter, wenn ich alleine im Menü bin. So, was? Die Uhrzeit läuft nicht weiter, wenn ich alleine bin und im Menü nur. Ja, logisch eigentlich, ne? Weil jetzt spielst du ja quasi, obwohl, ne, nee, du bist ja schon in den Online-Modus gegangen, ne? Ja, Von genau, daher, aber. ja, nee, interessant. So, ich sehe gerade, ich spiegel mich genauso, aber es ist mir jetzt egal. Ach so, ach, weißt du, woran das liegt? Weil die Switch im Im dunkleren Modus Dingsmodus, ist. So, ja. und so, ich stehe jetzt nicht nochmal auf und mache nochmal ein Video. So, das ist doch jetzt alles ganz gut. Ja. Ich musste eben noch ein bisschen Kingdom Builder spielen. Das ist ein ganz, ganz nettes Kingdom. Ah, ja. Also das Brettspiel, ne? Gesellschaftsspiel. Ja, genau. Das kenne ich, das mag ich Ja. auch sehr, sehr gerne. Das ist genau so ein Familienspiel, so ein bisschen wie Carcassonne, sehr ähnlich, finde ich. Ja. Und aber recht einfach und zugänglich. Und ich mag immer Spiele, bei denen man, auch wenn man verliert, Spaß hat. Und das ist bei dem auf jeden Fall der Fall, weil, also es ist,
ein bisschen, jeder baut da so sein kleines Königreich aus so quasi Dominosteinen auf und auch wenn man ganz zufrieden mit seinem Königreich ist, am Ende kann es sein, dass man trotzdem sehr wenig Punkte dafür bekommt, das passiert mir meistens. Aber dann kann man wenigstens, wenn man trotzdem selber mit seinem Königreich zufrieden ist, wie es aussieht, dann hatte man trotzdem ein nettes Spiel, auch wenn man als am Ende dann Letzter geworden ist. So, oh, ich war letzte Nacht ohnmächtig. Warum? Sicher? Nein. Das macht doch normalerweise nur ich. Ja, eben. Wieso war ich ohnmächtig? Wo war ich denn? Ach so, nee, doch. War das der letzte Tag, wo wir das Kürbisfest verpasst haben? Nee. Ah, ja, das kann sein. Obwohl, das war doch im Herbst, nicht im Winter. Wir haben doch schon Winter. Ja, vielleicht hast du seitdem die Post nicht gelesen. Das kann sein. Das kann sein. So, wir haben Mayonnaise. Aber ich wollte noch ein, zwei Sachen sagen. Ach so, ich wollte dich fragen, ob du in der Zwischenzeit eigentlich, oh mein Inventar ist voll, nochmal wieder... Sorry, was habe ich denn alles im Inventar? Den müssen wir ja drehen. Meins war auch total voll. Ganz viele Fische. Soll ich die mal... Wo packe ich die denn hin? Kaufen einfach, wa? Joa. Weg damit. So, ich leg dir mal den guten Hammer hier noch ins Dings rein. Ja, okay. So. Die grüne Kiste. Fisch weg, Fisch weg. Ach so, ach genau, ich war irgendwie am Strand. Hab da deine Korallenreusen da irgendwas mitgemacht? Brauchen wir noch eine goldene Koralle? Nee, ich glaube nicht. Was rennst du denn da mit dem Fisch auf dem Kopf rum? Einfach so. Ich wollte dir mal so ein bisschen den Hof zeigen. Der Krabbe, ja, es ist sehr schön. Sehr tierlieb von dir. Ja, mein Screen sieht man ja so ein bisschen, ne? Das ja. Sieht gar nicht so schlecht aus, ja? Okay. Funktioniert. Ich wollte dich fragen, ob du in der Zwischenzeit, du hattest ja eigentlich so Bock auf Baba Is You, ob du es denn jetzt nochmal weitergespielt hast oder nicht. So, nee, gar nicht. Nee, ne? Du hast ja auch genug anderen Kram gespielt. Ja, aber ich ärgere mich auch so ein bisschen. Naja, weil hast du ordentlich Fälle gelöst bei Sherlock Holmes, ne? Ja, das stimmt. Da bin ich, also eigentlich bin ich nicht dümmer geworden in der Zwischenzeit. Aber es ärgert mich halt so ein bisschen, weil ich jetzt gerade so wieder in Baba Is You drin war und jetzt dann doch wieder zu lange nicht gespielt habe, glaube ich. Ja. Naja, wir behalten das mal als für schlechte Zeiten, wenn Nintendo Online wieder nicht mitmacht im Hintergrund. Genau. Ne? So, was hatte ich denn vor? Also ich kümmere mich mal um die Tiere. Ja, genau, mach mal. Es ist 10 Uhr. Achso, ich wollte. Ach, genau, zum Schmied. Die ganzen Geoden einmal aufbrechen. Ach, du warst schon wieder fleißig in der Mine, ne? Ja, ich habe das ganze Inventar voller Steine. Ich überlege gerade, hatte ich mir jetzt angefangen, Notizen zu machen? Ich glaube nicht. Aber ich gucke lieber einmal. Oh, hast du einen N64-Hoodie an? Ich ja, der ist ganz schick. Wo sieht man das denn? Da. In der Spiegelung auf der Switch. Ach so, in der Spiegelung. Ja. Das ist sehr passend, weil ich habe ein NES-T-Shirt an. Ah ja, sehr schön. Wobei ich es ehrlich gesagt gerade nicht genau erkennen konnte, weil ich hier klein in klein war. Wo kann ich so noch gucken, da nicht? Sorry, jetzt bin ich hier ganz woanders. Ja, ich das kann ja so auch spielen. Ja, gar kein Problem. Nee, es ist zu klein. Ich erkenne da steht da. Nintendo New York. Ach so. Ja. Ich hatte das Glück, in New York gewesen zu sein und dort den Nintendo Store zu Besuch zu haben. Ach so, genau. Und da gibt es so tolle T-Shirts, ja. Ja, wie diese Hardrock-Café-T-Shirts, ne? Wo die Leute ja immer auf der ganzen Welt waren und sich ja, genau. T-Shirts geholt haben. So, schön das Ei in die Mayonnaise-Maschine. So, ich habe irgendwas Cooles bekommen, glaube ich. So, ein Zitronenstein. Da kann mir Günther mehr drüber erzählen. Oder Gunther.
Ja. Und ich werde natürlich mich gleich auf den Weg machen, ein richtiges, ein vierbeiniges Tier zu kaufen für unseren neuen Stall. Oh. Aber Mirko, unsere grüne Kiste ist voll. Oh, dann musst du da erstmal den Hammer für dich rausnehmen, statt dem Schwert. Statt des Schwertes. Ach so. Hast du Oder jetzt für dich. zwei Hammer oder Nee, ich wie? habe so ein geiles neues Schwert gefunden. Ach so. Aber das kannst du dir eigentlich auch holen, glaube ich. Kannst du einfach mit dem Aufzug runterfahren. Ach so, ja. Ja, stimmt. Ich hatte ja irgendwo anders hatte ich auch dieses andere Schwert gefunden, was du da Ja. quasi freigeschaltet hattest. Ich muss hier erstmal mein Inventar und so sortieren. Das ist ganz schrecklich. Ich guck Oh, wir mal haben eine gerade. Sammlervogelscheuche. Ja. Ja, ich weiß, oder? Weiß ich das? Haben Nee, wir ich die glaube. nicht hier auf dem einen festgewonnen? Also ich habe jetzt hier Oder? gerade auch eine freigeschaltet, meine ich. Ach so, nee, dann konnte man da nur eine gewinnen, glaube ich. Das war der Das hier ist Hauptpreis. die 8 von 8. Toll. Braucht man das? Ich weiß es nicht. Ja, ich stell die einfach mal auf. Kohle. Eichel. Wo hatten wir den Eichel-Müsli-Kram gelagert? Hier in deiner braunen Kiste, glaube ich, ne? So, Kiefernzapfen. Das ist mein Steinkram. Da ist noch ein Ei. Harz, das kann hier auch rein. Goldene Koralle habe ich gesehen. Hast du schon? Dann kann die verkauft werden und die Mayonnaise auch. Und dieser Fisch auch, weißer Thun. So, auch weg damit. So. Jetzt habe ich hier so, du sagst, ich brauche dann das Waldschwert nicht mehr, wenn ich den Hammer habe, ja? Genau, ja. Dann packe ich das auch mal in die Box. Die Mayonnaise ist fertig, die nächste. Ich gehe noch eben runter zum Strand. Ja. Der Tag ist ja eh jetzt irgendwie angebrochen und. Ja, ich muss mal gucken, ob ich es überhaupt noch so gießen müssen, wenn nichts gefüttert habe ich. So, dann lasse ich das jetzt mal so und gehe mal noch schnell. War das jetzt Mani? Ja. Um zu gucken, ob ich es noch schaffe, ein Tier zu kaufen. Aber es ist jetzt schon wieder 17 Uhr, da macht die bestimmt schon wieder zu. Oh Mann. Und das letzte Mal hatte sie wieder ihren unvorhergesehenen freien Tag. Oh, hier ist sogar Ja. welche was drin in der Krabbenreuse. Ja, da war wieder keiner da. Toll. Das kann ich natürlich nicht lesen, weil dein Spiel da drüber ist. Da muss ich ja mal. Nee, echt jetzt? Ja, es ist genau hier unten in der Ecke. Ach, ist da doch was Wichtiges unten links in der Ecke? Ja, aber ich kann. Warte mal, ich kann das hier einfach mal rüberschieben. Ich habe ja noch ein zweites Fenster offen. Ich mache mir immer noch ein. Eine extra Ja. Szene auf, wo gar nichts drin ist, außer das Spiel. Wie, Springe was ich wird einfach denn darüber. unten links? Aber gut, aber dann müssen wir das vielleicht doch nach oben links machen, weil ich glaube, oben links wird wirklich nichts angezeigt, oder? Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Aber das können wir mal eben ausprobieren, ja. Ist ja kein Naja, Problem. wir können auch erstmal nochmal darauf achten, ob da irgendwas erscheint. Ja, bis 16 Uhr hat die nur geöffnet. Das ist ja wieder ein Jahr. Naja. Angle ich erstmal noch eine Runde. Ja, das ist nicht verkehrt. Achso, warte mal, dann können wir auch direkt das nächste Gebäude anfangen zu bauen. Stichwort Angelteich. Wenn wir jetzt nichts ganz Großes wieder anfangen wollen. Ach, und ich kann hier natürlich schon mal. Nee, obwohl hier wieder so ein Gras vor dem Stallbaum brauche ich eigentlich noch nicht, weil jetzt ist ja eh Winter. Und ansonsten gefällt mir das hier schon ganz gut auf unserer Farm, wie das so aussieht. Ich sammle hier mal dein Gold ein, was du hier geschmiedet hast. Oh ja. Ha, jetzt kann ich ja gar nichts mehr geheim machen, ohne dass du es mitkriegst, ne? Keine Überraschung mehr, genau. Ich muss nicht mehr heimlich dein Geld ausgeben für Sachen. So, dann haben wir ordentlich Mayonnaise gemacht heute. Ich glaube, Geil. das bringt ganz gut was. Oh, ich habe einen Heilbutt So. gefangen. Der ist Ja, neu. ich. Ja, ich dachte, den hätte ich schon letztens verkauft. Keine Ahnung. Was ist eigentlich mit dem Hund? Um den kümmert sich auch keiner, ne? Nö, der lebt ein cooles Leben. So, So, heute hat ist jetzt übrigens ja. Mittwoch, der Tag, an dem wir anfangen. Ja, okay. Nur Da damit wir muss ich das nicht aufpassen. vergessen, ne? Ja.
Ja. Ja, mit unserer grünen Kiste müssen wir uns mal was überlegen. Also sprich, eine zweite daneben bauen, würde ich sagen. Ja, finde ich okay. Dann eine für Rohstoffe oder so, also Gemüsekram und sowas. Und eine für dann Werkzeuge, die wir tauschen. Bauen wir jetzt einfach mal hier Ja, hinter. stimmt, genau. Wir können ja eine Austauschkiste machen. So, Die was haben grüne wir war ja denn eigentlich jetzt? gedacht für seltene Sachen, oder? Was richtig in Erinnerung Genau. habe. Ja, und ja, diese ganzen Sternsachen haben wir hier. Guck mal, Hartholz ist da auch noch drin. Und das musst du eigentlich nicht unbedingt rein, ne? Nee. Schleim ist doch auch mehr so Verbrauchszeug. Oder ist das Schleim mit dem Goldstern? Nee, da sind 12 normale Schleim drin. So, Nee, die die haben da können wir nichts jetzt verloren. raus. Hartholz auch raus. Ja, und Hartholz ist ja auch nicht mehr selten. Das können wir jetzt ja auch. Genau, das kommt auch. So, ich nehme alles, was irgendwie doppelt ist, raus. Hier zwei silberne Sonnenblumen raus. Die werden schön verkauft. Und das ist es dann aber eigentlich schon. Hier ist noch eine Süßkartoffel. Na los, Da kommt yes, auch noch nice. ein. Oh, ein weißer Thun. Ach, da ruft mich denn jetzt an? Nee, da kann ich nicht dran gehen. Was über Skype? Nee, meine Mutter ruft mich gerade auf dem Ach Handy so. an. Ich dachte schon. Ich habe noch nie jemand ungeplant über Skype angerufen. Oh, aber das kann natürlich auch passieren, wenn die sieht, dass ich online bin. Bei Skype. Wahrscheinlich hat sie das gesehen und ruft mich deswegen auf dem Handy an. Hast vergessen, dein Skype auszumachen? So. Oh, es ist ja schon 23 Uhr. Oh, ja. Gut, aber gut, Dann ich ist das jetzt mache aber mal der hier. letzte Fisch. Ja, nicht du, ne? Das haben wir jetzt oft genug gemacht. Ja. Aber wieso bin ich letztes Mal ohnmächtig geworden? Ich glaube, der Brief war einfach alt. Ach so, ja, stimmt, haben wir uns ja schon drauf geeinigt. Okay, so, die zweite grüne Kiste, wird die auch irgendein grün oder was ist denn eine gute Farbe für Austausch? Oh, faules Holz raidet uns. Hallo. Oh, hallo. Und Dankeschön. Cool. Da müssen wir jetzt aber gleich schnell umbauen hier. Damit auch Was? alle alles sehen können. Aber ich glaube, oben links ist wirklich nichts. Oh, Mindjive folgt mir jetzt. Hey, super. Dankeschön. Ich muss da unbedingt neue GIFs reinbauen. Das ist ja furchtbar. Wieso, was kam denn da? Ich habe dir doch schon mal ein GIF gemacht, was man dafür nutzen könnte. Das waren so Hallo? alte GIFs von mir, die ich irgendwann mal mit meiner alten Laptop-Kamera 2012 oder so aufgenommen habe. Ach, da Ja. guck es. Ah, ach, jetzt sehe ich es. Ja, geil. Ja. Okay, Stardew, da bin ich drin. Yeah, nice. Ja. Ja, Oh, wir halb haben. eins. Ich muss schlafen. Was? Boah, Gott, Mensch, jetzt ich stehe hier draußen an der Kiste rum und denke mir noch eine Farbe aus. Meine Güte. Boah. Boah, das ist aber auch fies im Multiplayer, ne? Dass die immer gnadenlos weiter tickt, Ja. die Zeit. Wie im echten Leben. So, warte mal, ich schiebe das hier jetzt nach unten. Ach Oh, so. oh shit, was habe ich jetzt in den Hintergrund verschoben ist. Nur das kommt noch runter. Ja, wir haben nämlich hier heute wieder unser super tolles Zwei-Kameras-Setup am Start, wo man nämlich meinen Packt denn Bildschirm immer auch den sieht. Hintergrund an? Der ist erstmal geloggt. Zwar abgefilmt mit meiner Handykamera, weil ich keine Capture-Card habe. Und dann mit meinem Skype-Bild rübergeschickt zum Möbro, aber funktioniert einigermaßen. Dann sieht man wenigstens, wenn ich mich wieder irgendwo rumtreibe, Genau, so. wo ich mich nicht rumtreiben soll. Oh, neues Herstellungsrezept. Recyclingmaschine. Ach, genau, davon habe ich nämlich gehört. Was Die ist denn wollte ich das? bauen. Kann man da Müll reintun oder was Da macht können wir man Müll da? reintun und dann gibt es dafür tolle Sachen. Oder so. Na, bin ich ja mal gespannt. Oder jedenfalls nicht ganz so doofe Sachen. Guck mal, jetzt spiegel ich mich wieder so toll da drin, wenn mein Bildschirm schwarz ist. Ja, ich sehe dich jetzt viermal. Schön. Mich kann man nie oft genug sehen. Glänzt ja total auf der Stirn. Der zu viel. Zu wenig Puder aufgetragen vor der Sendung. Guck mal, jetzt ist da aber so ein kleines Skype-Symbol in meinem Fenster. Das war doch sonst auch nicht, ne? War Ja, das das ist sonst ganz oben weggeschnitten? links.
Ja, das ist, weil ich hier zu weit an der Seite sitze heute, ne? Ja, aber ist egal. Das Ja, nee, ist können ruhig okay. alle wissen, dass wir Skype nutzen. Ja, Oh, es dann. schneit, es schneit, genau. Ja, gut Deutsch. Jetzt ruft die schon wieder an. Ich glaube, ich muss mal kurz hier da dran gehen. Bis gleich. Ja, ich mach hier weiter. So, was ich nämlich machen wollte, ist ein schönes Tier für unseren schönen neuen Stall kaufen. So, ich gehe aber mal hin. Gute Nacht, sagt faules Holz. Dann gute Nacht und vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal. So, aber als erstes natürlich die Hühner einmal, die Eier einsammeln. Und noch haben wir eh genug Futter. Nein, nicht das Ei essen. So, ich muss einfach umschalten, damit ich hier Heu nehmen kann. Hä? Habe ich jetzt schon zwei? Ich muss jetzt auch noch mal gleich zwei nehmen. Da geht das automatisch. Weiß ich nicht. So, nochmal die Hühnerherzen, damit es denen auch gut geht. So, und natürlich die Eier schön in die Mayonnaise-Maschine. Wie spät haben wir es? 7:50 Uhr. Ja, dann, achso, ich wollte der Kiste noch eine schöne Farbe geben. Was eine schöne Austauschfarbe. Nehmen wir erstmal noch einen grünen oder ja, hier das hier. Dieses Blaugrün, ja, das mag ich ja sowieso. So Zyanfarben. Und dann gehe ich jetzt ein schönes Tier kaufen. Haben wir Geld? Ja. Was wollte ich noch? Donnerstag. Da wird sie ja wohl endlich mal anzutreffen sein. Ich gehe schon so viele Tage dahin und habe sie nie erwischt. Mani heißt sie, oder? Ich glaube schon. Ab 9 Uhr geöffnet. Ja, ist doch jetzt gleich 9 Uhr. Da ist sie endlich. So, Tiere kaufen möchte ich. Milchkuh. Oh, nichts anderes kann ich kaufen. Kein Schaf oder sowas. Erfordert Bauen eines großen Stalls. Luxushühnerstall, Luxusstall. Großer Hühnerstall, Luxusstall. Okay, also in dem normalen Stall kann ich nur eine Milchkuh haben. Aber das macht ja nichts. Können täglich gemolken werden. Du benötigst einen Melkkübel, um Milch sammeln zu können. Lebt im Stall. Ein Melkkübel. Na, den kann ich doch bestimmt auch hier kaufen. So, jetzt mal kaufen wir eine Kuh. Und die kommt in den schönen neuen Stall. So, wie heißt die Kuh? Oh, jetzt kann ich hier nicht tippen. Die Kuh heißt natürlich, passend zu den anderen Tieren, zu den Hühnern, deren Namen ja jetzt Heumel und Träumel sind, heißt die Kuh natürlich Mäumel. Ganz klar. Sehr schön. Ich sende die kleine Mäumel sofort zu ihrem neuen Zuhause. Die kleine Mäumel, das hört sich doch süß an, oder? Ich finde schon. So, ein Melkkübel brauche ich dann ja. Tierbedarf. Gibt es hier einen Melkkübel? Jawohl. 1000 Geld machen wir. Heizgerät. Also, wir haben ja so viel Geld, da können wir uns auch ein Heizgerät leisten, ne? Damit es denen ein bisschen besser geht. Dekorative Heuballen. Bringt der den? Finden die Tiere das auch schön? Also, bei mir persönlich ist es ja egal. Also, den Melkkübel brauchen wir auf jeden Fall. Komm. Heizgerät, zwei Stück für jeden Stall ein, damit sich die Tiere wohlfühlen. Kann doch nicht verkehrt sein, oder? Das ist doch gut. Das können wir dann aufstellen. So, ich hatte ja hochgerechnet, dass wir auf jeden Fall genug Heu So. haben müssten, um die Tiere locker durchzubekommen. Willkommen zurück. Was habe Ich ich habe verpasst? So, wir ich haben gehe eine mal Kuh. pennen. Gute Nacht. Ah ja. Gute Nacht. Genau. Wir haben eine Kuh. Sie heißt Mäumel und ist eine kleine braune Kuh. Oh, wo wohnt sie denn? Im Ah, hier. Stall. Ja, hier hinten kennst du dich ja noch gar nicht aus, ne? Ist das der Stall oder ist das eine Garage? Das ist ein Stall.
So, aber wo ich natürlich nicht dran gedacht habe, ist, dass wir sie natürlich noch nicht melken können, weil sie ja noch eine kleine Kuh ist. Bäume scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Sie gewöhnt sich an ihr neues Zuhause. Okay. Gut. Ich habe nämlich auch schon direkt schnell einen Melkkübel gekauft, damit wir sie dann auch melken können, wenn sie alt genug ist. Sehr gut. Ich will ihr Heu geben. So, Heu. Und ich glaube, man kann das hier auch einfach schon mal vollknallen mit Heu. Wenn man dann irgendwie. Ach, hast du auch noch Heu? Ja, ich habe auch noch eins genommen. Gut. Wenn man es dann mal vergisst, dann hat sie auf jeden Fall genug zu fressen. Und weißt du, was ich noch gekauft habe? Ich habe jetzt einfach mal, wir hatten so viel Geld, 19.000. Ach so, Melkkübel haben wir natürlich nur einen. Ich habe einfach mal zwei Heizgeräte gekauft. Zwei was? Heizgeräte, damit es die Heizgerät, ah. Tiere auch gemütlich haben Oh ja, sehr gut. im Winter. Zack. Jetzt hat die Kuh ein Heizgerät. Und die Wow. Hühner habe ich auch noch eins gekauft. Und jeweils 2000 Euro gekostet. Das freut mich. Also die waren mal ganz schön teuer für uns, aber ich glaube, jetzt können wir uns das ganz gut leisten. Urgasi ist auch da. Hallo. Hallo. Und sie sagt, Futter reicht, wenn du eins hinlegst. Heizung ist im Winter wichtig. Jopp. Ach, sehr Na, gut. dann sind wir ja gut vorbereitet. Ja, genau. Aber Futter reicht Also, dann wahrscheinlich eins nur einen Tag, oder? eins pro Tier, genau. Genau, eins Aber wenn pro man Tier pro mehrere Tag. hinlegt, ist doch nicht schlimm, oder? Dann, also ich hatte mal zu viel hingelegt und dann waren am nächsten Tag pro Tier nur eins weg. Dann dachte ich, kann man doch einfach hinpacken. Ja. Falls man es doch mal vergisst, dann hat das Tier wenigstens den Tag dann genug zu fressen. Ich meine, ja. Wenn das eine Tier, die eine Kuh, sich dann gleich die vier Heuballen reinstopft, das wäre natürlich nicht so gut. Ach, ich habe doch noch ein Ei. So, ich wollte hier noch die Vogelscheuche. Kann ich ja die Dann. alte einfach wegmachen? Ach so, du baust ja jetzt schicke Vogelscheuchen hin. Ja, oh, die sieht aber ganz cool aus. Das ist ja hier so Da habe eine. ich selber auch ein bisschen Angst vor. Vielleicht ist das auch eine Bauernscheuche, wer weiß. Oh, ja. Du wolltest die alte wegmachen. Ja, genau. Sagt die Jugend heutzutage Aha, so, ne? geht's wieder los. Oh Gott. Prost. So, dann verkaufe ich hier erstmal einen, achso, weißen Thun. Was war das denn für ein Geräusch? Kam Oh, hat das man von das mir? gehört? Das war mein Bauch. Oh, okay. Ich war gerade sehr verwirrt, weil ich nicht wusste, ob das aus meinem Körper vielleicht kommt. So, ich wollte hier mal ins Aquarium schauen, was wir da noch abgeben müssen. Da hat der Hunger, würde ich raten. Nee, ich habe gerade so einen Riesen gegessen. Also die gibt es auch als Ein-Pfennig-Riesen heißen die. Der war aber schon ein bisschen älter. Scheinbar. Diese Stork-dunkle Schokobonbon-Dinger, Ja, oder? genau. Also ich habe ja hier ganz in der Nähe ist ja bei mir die Stadt Werther. Mhm. Und da kommen ja auch Werthers Originale her. Ja. Und Stork sitzt da ja auch. Die haben da Firmen verkauft und da hatte ich das damals mal gekauft und ist aber schon eine Weile her. Und jetzt brauche ich halt so die letzten Reserven noch auf, jetzt gerade, wo man nicht mehr so oft rausgehen und einkaufen soll. Ach so, ja. Ja, dafür sind die Reserven dann ja ganz gut, ne? Ja, bei uns wurde heute so eine große Konservendose Bohnen leer gemacht, die ich auch mal im Hamsterkaufrausch gekauft hatte. Ah. Und die war sehr groß, diese Dose. Da waren sehr viele Bohnen drin und dementsprechend waren auch im Essen sehr viele Bohnen. Aber mal gucken, noch geht's mir gut. Aber ne, falls hier heute noch andere Geräusche auftauchen, Ja. entschuldige ich mich jetzt schon mal für. Ich sehe gerade die Krabbe, die ich vorhin rumgetragen habe, die kann ich sogar im Community Center abgeben. Ja, gut. Und dann. Was war denn mein? Oh, 19 Uhr schon wieder. Also diese Tage vergehen hier, aber ich habe noch eine Mayonnaise. Jetzt schaue ich es. Ja, aber jetzt brauche ich auch schon wieder nicht mehr zu Robin gehen, ne? Jedes Ne. Bühnchen gibt ein Tünchen. So ist das. So, weißer Thun wollte ich gucken, ne? Ah, alles gut, hat die letzten beiden Tage auch Chili con Carne. Oh.
Ja, aber das ist ja auch der Vorteil am sich hier online treffen, ne? Genau. Geld spielt keine Rolle. Ich noch Zäune? Ach so, warte mal, ich habe doch, was habe ich denn hier noch so dabei eigentlich? Ich habe noch eine Axt und eine Die Stahlaxt. Das Brasse heißt, muss die ich auch noch abgeben. normale Ich Axt nehme ja brauche hier ich alle Fische eigentlich mit nicht. mal. Da Und sind gucke, was Fische da von drin. dem Community Center rausgeht. Was sind das für eine Box da rechts? Ist das die Die Fischbox? Fischbox, die blaue, ja. Die ist jetzt aber leer. Ach so. Ja, ich habe vorhin auch noch irgendwelche Fische verkauft, die hier doppelt waren. Ja, ist okay. Da war jetzt allerdings auch dieser mit dem lila Stern mit bei. Der ist ja super selten, glaube ich, ne? Ja, na, da hättest du noch mal hier in der grünen Box gucken können, ob Ah. du da vielleicht einen billigeren mitnehmen kannst. Also, ja, du weißt, was ich Ja. meine. Es ist auch schon 21 Uhr, wobei in 4 Stunden müsste das eigentlich machbar sein, ne? Was hast du vor? Ach so, nochmal zurückgehen. Ja, hättest mich auch fragen können, dann hätte ich nochmal gucken können, welche Art von Ich Fisch nehme das einfach alle ist. mit. Nimm mal mit. So. Das ist mein Inventar voll. Ah! So, was sagt Urgasi da denn Wahrscheinlich. alles? Iridium Quality Best. Ist das das lila Sternchen? Da sind Würmchen im Boden. Buddel mal. Also mit der Hacke. Hacke. Wo, hier auf dem Hof? Würmchen? Wo Ah sind ja, hier Würmchen? unten. Aber irgendwas habe ich hier schon unterbewusst wahrgenommen. Ich will. Sehr gut. Lila Schneesüßkartoffel. ist Iridium. Ah ja, okay. Naja. Zu wissen. Ja, und Schneesüßkartoffel. Was mache ich mit der denn am besten? Essen, verkaufen? Bin ich schneller, wenn ich mit der Lore fahre? Nee, ne? Keine Ahnung. Aber mit der kann ich zum Schmied fahren, glaube ich. Ich renne hier nur planlos auf dem Hof rum irgendwie. Ja. Mach mal. So, habe ich jetzt die Axt weggepackt? Ja. So, Aquarium. Na, Flussfische, habe ich da irgendwas? ich pack die mal erstmal hier Schwarzbarsch? rein. Nee. Wildhonis. Krabbenreuse, da konnte ich auf jeden Fall was abgeben, genau. So. Und diese beiden Muscheln, die sind aber schon drin, ne? Ja, Mist. Nachtfischen. So, das ist soweit alles okay, da brauche ich nicht mehr hin. Ja. Nee, also so ein Angelteich hier auf dem Hof. Also wenn. Oh, ist da was? Ach so, nur eine Eichel. Das wäre schon ganz cool. Ah, ich kann ja noch ein bisschen was kloppen hier. Ah, genau hier, der Riffbarsch, den brauchen wir hierfür leider. Riffbarsch. Normalen Thunfisch, aber den haben wir nicht, ne? Nee, also habe ich noch nicht gesehen. Sehr doof. Hier so viel Fisch eingepackt und kann nichts abgeben. Oh, 0:50 Uhr. Ich glaube, ich gehe doch direkt ins Bett. Sonst wird das wieder nichts. Jetzt doch wieder so spät, ne? Da ist wieder was im Boden. Ist das die anderen Jahreszeiten auch über, dass da so Sachen im Boden stecken? Das ist mir noch Ja. nie aufgefallen. Wieder was Das hatte ich gelernt. ganz, ganz am Anfang mal. Oh, hier sind auch noch welche. Man muss echt Aber ich habe die falsche höllisch. Hacke mit. Ah, Mist. Das geht nur mit der normalen Hacke. Ich glaube, das ist im Multiplayer halt echt viel, viel stressiger, ne? Mit dem rechtzeitig ins Bett kommen, wenn du normalerweise immer, wenn du im Menü bist, wenn du Ja. dann immer Pause hast, das ist ja was Glaube ganz auch. anderes dann, ne? So. Na, so viel noch bringt die Mayonnaise doch nicht, oder war das jetzt? Naja. Artefakte fürs Museum, Bücher und anderes Zeug sind bei den Würmchen zu finden. Ah. Ach so, also alles Mögliche.
Hab ich hier überhaupt schon mal wieder Wetterbericht geguckt? Beziehungsweise hier Wahrsagerin. Geister sind heute höchst unzufrieden. Werden mir das Leben schwer machen. Das ist aber dann tatsächlich so ein Indikator für den Glückswert, den man quasi an dem Tag hat, ne? Glaube ich. Aha. Was wächst denn hier? Das muss hier weg, sonst kommt ja hier unser Hund nicht mehr durch. Achso, und hier steht jetzt zwar noch. Hier steht ein Baum. Achso, hinter meiner Hütte steht ein Baum. Ein Klopfen weg. Ach Mann. Habe ich ja völlig vergessen. Ich wollte doch eigentlich. Schlau wie ich bin. Ach, sieht man das jetzt auch? Ja klar, sieht man das jetzt auch. In meinen Screenshots gucken, was wir noch so bauen können. Großer Ah, ja. Hühnerstall, 400 Holz. Ja, wie ist das? Großer Hühnerstall, den kann man nicht umbauen, den baut man dann neu, glaube ich, ne? Das weiß ich Fischteich. nicht. Ach, da braucht man Seetang und Grünalgen für. Oh, das habe ich eben beides verkauft, oder? Ja, Ne, hier Seetang haben wir ist. hier noch 3 Stück. Das gibt man ja normalerweise nicht auf, ne? Seetang ist Okay. hier. Gut, das muss man sich ja merken. Schuppen? Nee, brauchen wir nicht. Für die Mühle brauchen wir Stoff. Keine Ahnung, wo wir das herkriegen sollen. Ein Brunnen, ja, brauchen wir jetzt aber auch nicht. Wo ist denn eigentlich die gute Axt? Hast du die gerade? Die habe ich. Okay. Ja, dann bringe ich Hühnerstall, gerade mal die Essen, andere Axt Futter. auch zum Schmied, oder? Nein, da war das Spiel, dessen Name nicht genannt werden darf. Davon machst du Screenshots? Nein, ich nicht. Ich spiele das Ja, Spiel ja, gar nicht. ja. Ich Es ist nicht, wie du denkst. wollte es, ja. Ich gehe dir nicht fremd. Stardew Valley meine ich natürlich. Grünalge angelt man aus Süßwasser, Fluss und Teiche und Seetang aus dem Meer. Oh, Ogasi ist ein wandelndes Lexikon, das ist ja krass. Ja, Trash Drop, ja. Ach, guck mal, wie schnell ich jetzt beim Schmied bin. Brauchst du die Axt? Nee, Jetzt hier. ich Ach, guck mal, grade hier jetzt erstmal unten meine ist ja. Spitzhacke auf. Hier ist ja auch ein Teich. Kann man hier denn was fangen? Weil in unserem Wassertümpel kann man ja nichts fangen, ne? Müll. Oh, Haben wir jetzt schon diese Goldspitzhacke. Recycling-Maschine? Haben wir jetzt schon Nee. diese. Aber die möchte ich gerne bauen. Ja, mach das mal. Dann gebe ich nämlich keine 200 10.000 Stunden für ein Dings umrechnen. aus. Oh, eine Käsepresse Ja, kann ich da auch kriegen wir es bauen. raus. Eine Käsepresse. Macht aus Milch Käse. Käse. Ja, das ist geil. Das brauchen wir. Wir haben doch bald eine Kuh. Ja. Wollen wir eigentlich, oder wollen wir direkt schon. Warte mal. Wir brauchen mehr Tiere. Wir können natürlich auch direkt eine zweite Kuh kaufen. Genug Geld haben wir. Oh, Wir ein können eigentlich Webstuhl kann ich mal. auch bauen. Macht aus roher Wolle feinen Stoff. Ja, Schaf können wir aber noch nicht haben. Da brauchen wir einen anderen Stall für, glaube ich. Ich porte mich erstmal wieder zurück. Bushaltestelle. Genau, der Tümpel hier, der gibt nur Müll, das merke ich auch gerade. Aber kann man in den Recycler bauen. Also bauen wir einen Recycler mit Bord. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Oder brauchen wir da noch Zutaten für? Ja, das finde ich gerade raus. Hier unten im Wald war doch, genau, hier ist doch auch noch ein See, da kann man doch aber was fangen, ne? Schafe gehen bei den Kühen mitunter. Ach so, ja, konnte ich aber vorhin noch nicht kaufen. Außerdem droppen Hasen Wolle alle paar Tage. Hasen? Okay. Aber wo hält man denn was? Welche Hasen? Wo gibt es denn Hasen? Also, Recycle-Maschine brauche ich Holz für, Steine. Oh, jetzt ist das Spiel zu klein, ich kann es nicht lesen, Mist. 25 Holz, 25 Stein und ein Eisenbarren. Eisenbarren, Stein. Wo ist unser ganzes Holz? Oh, Hast du es kann sein, das? dass ich viel davon dabei habe. Oh, hier ist ein ganz fieser Fisch, den schaffe ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein. Also, wenn du das ganze Holz bunkerst, dann kann ich dir keine Recyclingmaschine bauen. Das müssen wir mal in diesen Holz fällen. Wenn du meine Axt hast, kann ich dir kein Holz fällen. Oh Mann. Ich habe aber noch eine normale Axt. Ah, Doch, ja, hier ich liegt sie, ich wollte. hab sie schon. Ja,
Nehme ich mal die billige Axt, mit der ich 5 Schläge brauche oder so. So, ich habe einen Schatz. Oh nein, wie ist jetzt los? Ach doch, nee, alles gut. 10 Köder habe ich im Wasser gefunden und 5 Eisenerz. Oh, ist ja nicht schlecht. Und mein Inventar ist voll, das ist natürlich auch wieder ganz schlecht. Oh, hier ist, ach, was ist von Tag Freitag? Hier ist dieser Wagen. Was war das, eine Verkäuferin? Weißer Thun, den brauchen wir nicht, ne? Nee. Kokosnuss, Höhlenkraut, Milch. Können wir natürlich schon mal kaufen. Na gut, aber die Käsepresse willst du ja jetzt noch nicht. So, Recycle-Maschine. Ne? Wo soll ich die hinbauen? Krabbenkuchen. Boah, plus 225 Energie. Krabbe, Brotkrümel und Eier. Je nachdem, wie groß der Stall ist, werden auch neue Tiere freigeschaltet. Ah. Ich mach mal die Recycle-Maschine hier oben neben meinen Briefkasten, ja? Jo. Kaktusfrucht, Schleim, Mahagoni-Esstisch für 2000 Euro. Sammlervogelscheuche in Form eines Schneemanns für 4000 Euro. Holz, Hartholz, Kupferbarren. Heiratsring, Rezept. Falls du mir endlich mal einen Antrag machen möchtest. Nein. Okay. Hartholz. Also das so ein bisschen mitgekriegt. Da gibt es so ein paar exotische Sachen, aber ich weiß halt auch nicht so richtig, wofür wir die brauchen. Es gibt bestimmt ganz viele tolle Verwendungsmöglichkeiten für. Ja, je nach. Ach so, doch ausgebaut. Also können wir den doch, den vorhandenen Stall ausbauen. So, ich bin ja jetzt eh hier. Ach nee, ausbauen macht ja natürlich Robin. Ach so, ja, da muss ich teilen. Ich muss ja eh nochmal hin. Tiere. Hier, wie. Mühlbohr, was war mit Hühnereier ausbruten? Brutmaschine. Was ist damit eigentlich? Warte, ich muss ja gerade erstmal eine Käsemaschine bauen. Ja, okay. Ich kaufe jetzt mal eine Kuh. Ja, kauf du erstmal ein paar Tierchen. So. Die erste Kuh heißt natürlich Mäumel. Ne, für eine Kuh ein absolut. Die zweite Zweumel. Zweumel? So Zweumel. Ja, mit OI. Also wie 2. Okay. Großbuchstaben. Ich weiche die Zeitung in den Recycler, bringt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fackel, mit niedriger Wahrscheinlichkeit Stoff. Oh. Ah, ja, Stoff wäre geil. Guten Abend, Tassido. Hi. Hallo, guten Abend. Aus einer Brille entsteht verfeinerter Quarz. Oh, das ist ganz schön geil. Oh ja, da habe ich gerade so ein paar Sachen von geangelt. Zweimal. Also ja, Steine brauche ich noch. So, da sind wir eigentlich gut aufgestellt. Ja, so. Ah ja, noch Steine haben wir. Voll. Sehen wir sie zurück. So, Käsepresse, die kommt neben den... Genau, Kuhstall, ne? Ja, genau. So, dass ich da noch auch noch so ein Gehege, na, ein Stück weiter nach rechts vielleicht noch. So? Damit ich da. Machen wir noch einen nach rechts. Ich mach die einfach hier vor. Nee. Nicht? Nee, da eben war schon gut. Da kommt noch so ein Gehege davor. Wie vor den Hühnerstall. Ja, hier hinten so? An den Wegesrand so? Ja. Das ist gut. Ja, man kann die auch wieder abbauen. Genau, wenn ich wieder nicht zufrieden bin hier mit dem Layout. So, was wolltest du noch haben? Ein Webstuhl? Nee. Was? Nee, ich habe noch keine Schafe. Ich will noch eine Brutmaschine. Brutmaschine? Ich habe eine... Brut. Brut. Ausbrüten. Ich hätte ein Einmachgefäß, hätte ich noch anzubieten. Macht aus Gemüse eingelegtes und aus Früchten Marmelade. Bisschen spät, ne? Ja. Ist was für nächstes Jahr, ne? Ist jetzt gerade nicht so akut. So, ich packe da mal hier wieder ein bisschen. Aber ich habe auch nur 160 Holz, aber dafür 640 Steine. Zwergenschriftrolle. Was habe ich denn hier noch alles? Haben wir eine Brutmaschine? Kann ich, glaube ich, nicht bauen. Nee, ne? Warum eigentlich nicht? So, die gab es aber auch nicht bei Mani, das hätte ich ja gesehen. Es muss. Ich dachte, es gibt sowas. Es wird auch nicht Brutmaschine heißen, aber. Irgendwie müssen wir doch Eier ausbrüten können, oder etwa nicht? Hm.
Dann willst du Hühner verkaufen. Erstmal will ich so viele Hühner züchten, bis unser Stall voll ist. Aber Hühner verkaufen ist auch eine Option, ja. Brutmaschine ist im Hühnerstall Größe 2 mit drin. Ah, okay. Guck mal, unser Lexikon steht wieder bereit. Ja, da wollte ich sowieso hin. Ja, heute ist aber eh wieder zu spät. Ach, da ist die Recyclingmaschine. Geil. Ach so, die braucht dann aber auch wieder ein bisschen Zeit immer, ne? Ja, aber ich habe hier alles Mögliche, was wir da reinpacken können. Warte mal, wie mache ich das? Muss ich das erst in der Hand haben? Ja, ne? Ist Vermutlich wieder schon, blöd. ja. Wo habe ich jetzt Kohle her? Ach du meine. Der Melkkübel kann erstmal hier woanders hin. Das hier auch. Oh, wieder zu viel Kram dabei. Braucht alles Zeit, ja. So, hier erstmal ein bisschen Müsli-Kram wieder hier Oh rein. ja, das ist gut. Da ist Müsli-Kram. Köder, der kann da auch hier rein. Ich pack den jetzt auf. Oder kommt der in die Fischkiste? Warte. Eigentlich in die Fischkiste, würde ich sagen. Ich habe hier auch noch ein Hecht. Treibholz ist Müll. Eisenerz. Ach ja, das habe ich ja gefunden. Habe ich jetzt noch Kohle? Ich habe doch 5 Erze. Ah, geht doch. So. Fischkiste. Achso, da sind. Ah ja, okay. Was hast du hier? Seetang. Seetang? Ja, 5 Seetang und 5 Grünalgen waren das, was wir brauchen, ne? So, ach nee, den Fisch, den brauche ich hier nicht reintun, oder? Oder willst du hier jeden Tisch, Fisch auf einmal sammeln? Das weiß ich gar nicht. Eigentlich ist es egal, weiß ich nicht. Ich habe da bisher immer alles reingetan, weil ich nicht wusste, was wir für irgendwas brauchen, aber. Noch gar keine Köder drin. Ich habe eben 10 Stück nochmal auf meine Angel drauf gemacht. Achso. Und, oh, es ist ja schon wieder 11 Uhr. Ich wollte eigentlich noch in die Mine gehen. Na, das wird wohl nichts mehr. Mist. Mein Lieber. So, und ich habe immer noch nichts in die Recyclingmaschine getan. Ach, warte mal, jetzt muss ich das hier echt umständlich erst in meinem Menü umbamseln. Damit ich es da reintun kann, das ist doch doof. Und warum habe ich überhaupt zwei Gießkannen? Naja. Ganz schön gierig. Ja. So, Aber ich wenn habe du so keine Ahnung, gerne was die das hier Blumen ist, gießt. aber es kommt jetzt rein. So, also ich gehe morgen. Oh, nein, nicht essen. Nochmal in die Mine rein. Recyclingmaschinen könnte man theoretisch eventuell auch mehrere gebrauchen. Ja. War die teuer? Nee, eigentlich nicht. Weil Kostet davon hat Holz, man ja. Stein und Eisenbarren. Also eigentlich können wir davon ganz viele bauen. Ja, wäre vielleicht, also, ne, dann könnte man da halt immer ein bisschen Müll auf einmal entsorgen, wiederverwerten. Steine habe ich 190 hier noch und Holz. Dann müsstest du mir Ach, mal das abgeben. habe ich oben in meine braune Kiste Ah ja. gepackt. Okay. Ah, Steine auch. Ja. Ja, was, dann baue ich gerade noch ein paar davon. Das Layout gefällt mir jetzt ganz gut, muss ich sagen. Wie du Ja. das hier gebastelt hast, das ist doch ganz nett so, oder? Also wir könnten die Uhrzeit und die Follower noch hier oben mit einbauen eigentlich. Dann ist noch mehr Platz für den Chat, auch wenn da jetzt gerade nicht so viel los ist. Ja, aber gerade sieht es auch da ganz nett aus, so Ja. finde ich. Oder passt das sogar nach oben rechts neben dich mit hin? Oh, das wäre natürlich super cool. Warte mal. Chat darf So, raus. 1:20 Uhr. Nicht ablenken lassen hier. Oh ja. Das wäre es ja wieder. Basteln wir hier am Layout rum. Oh. Ah. Sag mal, bist du nicht ins Bett gegangen? Es Nein. ist 1:50 Uhr. Der Hund liegt im Bett. Oh nein. So. So, das sieht doch gut aus. Da bin ich wieder. Hallo. Kann ich das hier nämlich noch wieder ganz groß ziehen? Bis Wie, noch. haben wir nichts verkauft oder was war das jetzt? Ich glaube nicht, nee. Wieso das denn nicht? Mal gucken.
So, eine ungewöhnliche Anfrage. Könntest du sie geheim halten? Ich will, dass du Emily einen Amethysten vorbeibringst. Wo soll ich den denn herkriegen? Es ist ihr Lieblingsstein. Sag ihr, dass er von mir kommt. Clint, aber dann ist doch nicht mehr geheim. Ja, okay. Amethyst. Das sind ja. Hast du schon mal einen Amethyst gefunden in der Mine? Ja. So. Es klingt ja fast, als Das ist würden richtig, du hast meine dir das Dienste in der Mine Zeitmaschinen gemacht. Oh gebraucht. ja. So, oh, hier, ich könnte noch Ja, einen. ein Amethyst bitte zu Emily. Ja, okay, das gut. Stell die da Direkt einfach mal hier hin, noch ne? eine. Ja. Ja, wie gesagt, die kann man ja im Gegensatz zu Kisten ohne Probleme umbauen. Stimmt, ja. Du kannst sie noch nicht bauen, ne? Ich glaube nicht. Aber wenn ich sie abhacke und einsammle. Oh, das reicht aber. Okay. Ja, so viel Müll habe ich, glaube ich, gar nicht. Da muss ich noch ein bisschen Müll abnehmen. So, Samstag 8 Uhr. Ich wollte ja noch mal zu Robin, ne? Wollte ich auch noch ran. Ach, wir können doch Abgeschossene beide an die Ahnung. gleiche Kiste dran. Ein bisschen Siehst du da zu jetzt viel. direkt, dass ich die Schwerter da reingepackt habe? Was? Immer an die Kiste ran. Nimm mal eins von den Werkzeugen raus. Oder geht das Das gar nicht? gleichzeitig kann ich da jetzt tatsächlich nicht ran. Achso, ach, dann warst du schon fertig. Okay. Ich dachte, wir kämen doch gleichzeitig an dieselbe Kiste ran. War ich da gerade? Da war ich doch gar nicht dran. Oh, hier ist Post. Da Ich habe war ich etwas nicht dran. ungewöhnliche Anfrage. Könntest du mir einen Amethysten? Ach so. Ja. Du hast schon einen? Was? Ich habe keine Amethysten. Amethysten sind so lila, ne? Doch, hier einer. Hier sind welche drin. In der Dingstruhe. Ach echt? Ja. Einer? Nee, warte, ich gebe dir einen mit. Wie? Hast du jetzt nur einen oder hast du zwei? Ich habe zwei rausgenommen. Einen gebe ich dir ab. Okay, Clint ist der Dankeschön. Schmied, ne? Ja, stimmt. Können wir direkt hinfahren. Jo, dann machen wir das einfach. Der war irgendwo. Können wir direkt Der mit der taucht Lore auf. hinfahren. Ich hab eine Cutscene. Da läuft ein kleines schwarzes Vieh vor mir weg. Du hattest die nicht, ne? Nee, die hatte ich nicht. Und das ist ein Specht am Winterbaum. Jetzt fliegt er weg. Wie süß. Und was sind das hier? Blaues? Krokus. Krokus mit Genau im das, wonach ich Winter. gesucht habe. Yay. Bist du schon bei Clint? Ja. Ja, ich bin schon fertig. Ich will jetzt wissen, was das für ein schwarzes Männchen da war. Tassilo, Ich will, er dass du soll Emily dem einen Vieh Amethysten gibst. Ach hinterherlaufen. so. Ja. Ich will dem Vieh hinterherlaufen. Ich müsste aber noch die Krokus einsammeln. Aber wo ist es jetzt? Ist es jetzt schon weg? War ich jetzt schon zu langsam? Und ich habe die Tiere noch gar nicht gefüttert. Und hier steht Oh ein Waldbaum. nein! Jetzt habe ich Clint den Amethysten gegeben. Ach nee, ja stimmt, das ist falsch. Emily soll den Ja, jetzt aber geben. Clint hat sich auch gefreut. Und meine Kameras sind weg. Oh ja, hö. Ja, wahrscheinlich wieder. Nee, keine Ahnung. Warum ist jetzt alles weg? Ja, hört man mich noch? Ja, ich höre dich noch. Und eigentlich sehe ich dich hier auch noch. Aber, ach, die Größe hat sich wahrscheinlich wieder geändert. Ja, habe ich auch gerade überlegt, aber entweder links oben oder rechts unten müsste doch dann eigentlich noch da sein, aber keine Ahnung. Wo ist Emily? Ist Emily irgendwo unten? Ich glaube schon. Second 5:30 Uhr, Screen, doch, warte sie ist mal. noch Nee, da. die geht zum Strand. Eigentlich sehe ich dich hier auch noch. Hä? Immer wenn ich Ich hier. bin eigentlich schon fast richtig. Bei Emily. Nee, Ach, hä? hier. Och Mann. Ich wollte doch in die Mine gehen. Jetzt muss ich mich mit sowas rumschlagen. Wollen wir nochmal ganz kurz was gucken, ob wir irgendwie beide ins Menü gehen können? Gehen wir ins Menü bitte. Ja. 2:20 Uhr. Nee, ich glaube, das hatten wir schon mal getestet, oder? Ich glaube nicht. Nee, 2:30 Uhr Zeit läuft leider. Oh ja, Mist. Oh, ich glaube, das ist Emily. Sehr gut. Hier die mit dem blauen Haaren Wie ist es. bescheuert. Ich sehe dich doch noch. Also auch im Skype und auch wenn ich hier die Quelle in OBS öffne. Ja. So hatte ich das auch noch nicht, dass wenn die Quelle geöffnet wird, das angezeigt wird und dann halt nicht mehr. Oder hat sich denn da die Größe geändert? Siehst du das? Ja, es ist halt ganz, ganz klein gezogen, aber so, als wäre es nicht da.
Ja, genau, so macht er das ja immer, wenn gar nichts da ist. Aber ja, füg sie nochmal neu hinzu, würde ich sagen. Ist nervig, ich weiß. Das Andy Eyesource, genau, Second Screen. So, ich Ah. habe das gebracht. Kann ich Verrückt. die Tiere auch noch abends füttern oder ist dann zu spät? Die fressen ja quasi über Nacht, ne? Muss ich hier auch noch doppelt wieder einfügen. Oh nein! Ja, das ist natürlich das Blöde an der ganzen Geschichte, ne? Aber das jetzt wieder da und das andere war nicht wieder da, ja? Ja, ich muss halt beide wieder neu einfügen. Ja, ich meine die alte Quelle sozusagen, die ja noch an der richtigen Stelle sitzt. Ach so. Das Also weißt du jetzt, ob es am wieder kleiner werden lag oder? nee, keine Ahnung, weil, also, der Witz ist ja auch, ich habe jetzt zweimal die Quelle drin. Also, ich habe die ja eh zweimal drin. Jetzt viermal. Hütte aufketten. Hofgebäude errichten. Genau, so ungefähr. Ach nee, Haus wird besser. Nee, nee, das wollen wir nicht. Ach, jetzt habe ich gar kein Holz mit, oder? Mist. Egal, ich wollte eh mal gucken. Hier Stall. Stall und Silo, Schuppen, Feldstall, Schleimstall, große Depressionen, und mit einer Brutstätte schaltet Elfen So. frei. Genau, da steht sie auch. Jetzt passt es wieder, ne? Frage, welche Frage? Aber eben kleines schwarzes Männchen, das weggelaufen ist. Großer Stall. Ich frage mich jetzt gerade, ob wenn ich einen großen Hühnerstall baue, ob dann mein kleiner in einen großen umgebaut wird. Oder ob ich den an einem neuen Platz bauen muss. 400, 150. Klein werden immer ausgebaut. Ja, okay. Ja, das ist ja gut. Oh, das ist ein Dann. Gegner. Ach, du bist schon in der Mine hier, so. Schon ist gut. Stechpalme, Kristallfrucht. Den Ausgang habe ich schon mal, das ist gut. Noch irgendwas direkt ernten. Verfeinerter Quarz konnte man auch ganz gut irgendwie als zum Crafting benutzen, ne? Ich glaube ja. Hast du herausgefunden, wo diese Emily ist, der wir was abgeben müssen? Ja, die ist unten quasi. Wenn du Richtung Strand gehst, bevor du zum Strand gehst, links. Okay. So, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Tiere füttern. Also du kannst nicht direkt einen Stall Größe 3 bauen oder so, sondern fängst mit 1 an und baust die aus. Ja, okay. Aber die sind von der äußeren Größe dann quasi gleich groß, ne? Ach, guck mal, jetzt habe ich auch echt einmal vergessen, die Tiere zu füttern anscheinend. Jetzt ist hier nämlich alles leer. Aber das Heizgerät ist schön am Heizen. Und ich glaube, man holt immer automatisch hier so viel Heu raus mit einem Klick, wie man braucht. Ne? Das ist ja praktisch. Oh ja, das wäre wirklich praktisch. Die Außengröße bleibt gleich, ja. Das ist sehr gut. Oh, ein lila Pilz. Zwei und ganz viel Kohle, nice. Lila Pilz hört sich lecker an. Willst du mal probieren? Hier, Hier, die Kühe haben aber noch genug Futter. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. dieses Gebiet Monster, wimmelt von Monstern, okay. Ich weiß gar nicht, So, dass es da einen dann Hinweis für gibt. Kühe streicheln. Oder ist so ein Riesenblob. So, was war das jetzt hier? Die Käsepresse, ne? Aber ja, so weit sind wir noch nicht. Und das Aussehen ändert sich ja. Und von drinnen dann auch, ne? Dann passen da mehr Tiere bei. Und es werden noch Sachen freigeschaltet. Ja, wir müssen ausbauen. So, das heißt, ich brauche 400 Holz und 150 Stein. Habe ich Müssen wir, hier glaube ich, noch eigentlich. haben. Ach, hier sind die Schwerter drin. Ja, genau. Ach, nee, ja, die kannst du eigentlich auch. Die kannst du eigentlich auch verkaufen. Oh nein, ich bin gestorben! Möpor, was machst du? Möpor? Möpor?
Boah, wach auf. Oh nein, jetzt ist wieder mein ganzes Zeug, was ich gefunden habe, weg. Ach Mensch, das ist aber auch immer was mit dir hier. Pass beim nächsten Mal ein bisschen besser auf, okay. Selinus hat mich gefunden. Oh, ich habe wohl 800 Gold und zwei Gegenstände aus meinem Rucksack verloren. Ah, okay, nur Kohle und Kupferbarren. Ja, gut. Die 800 Gold können wir auch noch verkraften. Ja. Oh, ich muss noch Jetzt pfeife ich mir erstmal was. Obwohl, ja, Mehlwiesen eigentlich machen. kann ich So. direkt eine Runde angeln Angeln und dann sind ins Bett gut. gehen. Nein, nicht Willst das du dich Angeln, sondern überanstrengend so. Vorträge. Und richtig luxuriös wäre natürlich, wenn man zum Beispiel genauso viele Mayonnaise-Maschinen, wie man Hühner hat. Ja. Ne? Damit man das immer da perfekt Zwergwels. Oh. reinballern kann. Aber vielleicht kann die auch bauen. Stein, Erdkristall, genau, Erdkristall war das Problem. Hast du zufällig einen Erdkristall gefunden? Nee. Bräuchten wir für noch eine Maschine. Sind immer noch nicht genug Fackeln, wenn du mich fragst. Jetzt ist auch bei der einen Truhe da oben noch recht dunkel, ne? Genau da in der Ecke. Guck mal, ich habe noch 8 Fackeln. Baller hier jetzt einfach alles mit Fackeln voll. Barsch. Neuer Erfolg, alter Seemann. So, 22 Uhr. Was war mein Plan? Holz brauche ich eigentlich. Holz war mein Plan. Ah, ich habe eine grüne Alge für dich gefunden. Oh, ich habe ja auch noch was. Weißalge und Grünalge, 4 Stück. Ja, also langfristig müssen wir unsere noch ein Waldschwert, wie viel haben wir denn davon? Müssen wir unsere Boxen nochmal anders sortieren, dass wir. Also wir müssen mehr gemeinsame Boxen Ja. haben. Guck mal, hier der ganze Metallkram. Der Barisch, kommt neuer hier Rekord. jetzt. Der ganze Metallkram kommt hier in deine. Ach, wie haben wir sie nochmal immer genannt? Bergbaukiste. Die Bergbaukiste, genau, und die Werkkiste oder so, ne? Ja. Eisenerz, rein damit. So, hier, Fischkiste, da kommt der Algenkram rein. 4 Algen, 3 Grünalgen. 0 Uhr. Ja, ich kann ja mit der Ja, Lore da fahren. geht's. Warum habe ich noch ein Amethyst? Weil du den nicht abgegeben hast. Doch. Emily hat sich gefreut. Meine ich. Kristallfrucht, Stechpalme, kommt alles in die Oh, ich Box. muss jetzt schon gehen, weil meiner ist schon wieder so ganz langsam. Oh, ja. Wieso, hä? Hast du nicht eben geangelt? Ach so, mit der Lore fährst du. Alles gut. Ja, genau, ich gehe jetzt nochmal in die Mine. Ja. Oh, hier sind nochmal Würmer im Boden, Mist. Die kann ich nicht einsammeln. Oh nein. Hä, wieso habe ich jetzt hier schon wieder Eisenerz? So, ich pack den Amethyst da wieder rein. 4 Amethysten sind da drin. Na, wer kommt denn hier angeschlichen? Guten Tag, wo waren wir denn wieder unterwegs? Ich gehe ins Bett. Ja, gute Nacht. Oh, 31. Oh. Der Hund schnarcht auch schon hinterm Haus. Möbo hat es ins Bett geschafft. Juhu. Das hören wir nicht so oft. Endlich mal wieder. So. Na, das war ja geldmäßig wieder nicht so richtig was hier heute. Also, ja, nee, also so richtig produktiv ist unser Winter bis jetzt noch nicht. Ja, wir verkaufen ja auch nie was. Nee. Ich könnte mal den ganzen Bergbauquatsch einfach verkaufen, anstatt zu sammeln. Oh! Ja, Hallihallo, schönen Dank. Mupor. So, dein erstes Jahr im Sternentautal ist schon fast vorbei, Nur weiter bei mir dein Saatgut kaufst, bist du nächstes Jahr doppelt so produktiv. Aha. Ich habe aufregende Neuigkeiten.
Ich werde nächstes Jahr neue Saatsorten in meinem Laden verkaufen. Ich werde eine neue Sorte pro Saison haben. Und das war dann alles. Schönen Tag noch. Weißt du, du kannst dir die Mühe sparen, das Saatgut der Konkurrenz zu probieren. Ihr Saatgut ist von der besten Qualität, die du je finden wirst. Das verspreche ich dir. Na dann. Guck mal, jetzt komme ich aus deinem Haus, weil ich auch die Sequenz hatte. Also ich habe gerade nämlich bei deiner Sequenz zugeguckt, bei mir. Achso. Stand bei mir dann auch Hallo Möper. Hallo Möper, morgen versammeln wir uns alle vor Manis Haus für das Fest des Eises. Wir möchten so den Winter genießen. Es wird Schneemänner, Eisskulpturen und einen Wettbewerb im Eisfischen geben. Komm zwischen 9 und 14 Uhr vorbei, wenn du mitmachen möchtest. Das werden wir wohl mal hinkriegen. Oh, da 14 Uhr, das ist ja... Okay, morgen vor 14 Uhr. Bei Mani. Mani ist unten die Tierverkäuferin, ne? Ja. So, schon wieder ein neuer Tag. Schon wieder wollen die Tiere versorgt werden. Also du hättest gerne noch ein paar Mayonnaise-Maschinen, habe ich das richtig gehört? Ja, eine. Erstmal in die Pilzhöhle. Na, da ist... Oh, da ist was? Ich dachte, da wäre nur im Herbst was. Im Winter ist doch alles feucht. Okay. So, lieben Hühner, euch geht's gut, ne? Höhle geht immer, sagt Ugasi, okay. Ja, glücklich sind die. Warum haben die keine Herzen? Oh, Pfifferling? Die Herzen kriegen, wenn es denen richtig gut geht, die Tiere. So, ja, ein Grünalge brauchtest du noch, ne? Ja. So, den Kühen geht's auch gut, ja, aber die geben ja leider noch keine Milch. Dann tue ich dir die Grünalge in die grüne Austauschkiste. Ich habe jetzt erstmal alles in der Fischbox gelagert. Achso, ah ja, auch gut, ja. Passt ja thematisch auch ganz gut. Dann müssen wir dann Köder mitnehmen zum Angeln morgen. Ich habe welche dabei. Noch 14 Stück, glaube ich. 7 Stück habe ich noch. Oh. Gar nicht so viel. Die dritte Reihe Beutel hast du auch noch nicht, ne? Ich glaube, das können wir uns bald mal leisten. So, ja, stimmt. Naja, 13.000, ja, langsam. 10.000 kostet einer, ne? Es war ziemlich teuer. Ja, so viel haben wir dann doch nicht, ne? So, Holz. Wo ist das Holz? Ist hier das Holz? 72, das ist ja nicht viel. Nee, dann bist du, ich glaube, das habe ich bei dir alles reingetan. Echt? Oder habe ich das noch? Nee. Also bei dir waren 72, bei mir ist gar nichts in meiner braunen Kiste. Dann neben der Bergbaukiste vielleicht, in der Truhe. Ja, das ist doch die hellbraune. Achso, was ist hier in der hellbraunen neben der Fischkiste noch? Gar nichts. Was ist das denn für eine Kiste? Oh, aber da können wir den Müll reintun jetzt. Jetzt haben wir hier 5 Recyclingmaschinen. Naja. Du wolltest welche. Ja. Was ist das denn? Glasaugenbare stehen brauche ich also. Okay. So, ich bin ein bisschen planlos. Ja, so, ich habe ja die Stahlachse. Ja, dann können wir ein bisschen Bäume fällen gehen. Ach, guck an, hier brauche ich sogar noch einen violetten Pilz. So, eine Nautilus-Muschel fehlt noch. Mist. Das sind so hübsche gedrehte, ne? Ja. Oder? Oh, ein Aquamarin. Ah, ich glaube, das haben wir sogar noch. Rotkohl und eine Entenfeder. Was? Also Enten bekommen wir, wenn wir den größeren Hühnerstall haben. Dann werden die freigeschaltet. So, im Tresor muss ich ja nur Geld abgeben, das ist einfach. Was gibt's dafür? Busreparatur, also dann kann man in die Wüste fahren, ja. Gibt's hier Freundschaft als Belohnung? Na toll. Ah, Belohnung Entfernung des glitzernden Felsens.
Irgendwo gab es noch Brückenreparatur, ne? Oh, da ist ja noch ein Stein im Weg. Hier noch. Oh, ach, das Sammelbündel fehlt noch. Oh! Das habe ich noch gar nicht gemacht hier. Winterwurzel, Schneesüßkartoffel und Krokus. Die Winter. War das eine Winterwurzel, die ich hier im Boden gefunden hatte? Ich glaube, das war eine Schneesüßkartoffel. Wie auch immer, ich habe sie verkauft. Aber ja, die Dinger sammle ich jetzt gerade ein. Nutzpflanzen Frühling. Qualität. Handwerker. Ah, hier, Käse können wir bald abgeben. Ja, brauchen wir jetzt mal Milch für. Ja, wir konnten Milch kaufen. Ja, dann sammle ich erstmal die Dinger jetzt ein. Und dann angle ich noch eine Runde. Und was gibt's dafür? Das kann ich doch hier bestimmt auch nachgucken, oder? Brückenreparatur, ah ja. Ach, und dann kann man da oben rechts bei der Mine, glaube ich, hin. Ich bin hier im verschneiten Wald und hacke Holz. Oh, hier sind schon wieder Würmer im Boden. Ich habe wieder meine Hacke ja. Nicht mit. Ach Mann, ach so, die sind sonst wo immer irgendwo. Ja. Ja, sonst. Ah, sonst überleg mal, ob du dir den großen Rucksack gönnen willst, damit du auch mal immer alles dabei hast, was du brauchst, wenn du immer so viel unterwegs bist. Ja, stimmt, du hängst ja immer bei uns auf dem Hof rum, ne? Ja, oh, und ich habe meine Energie alle gemacht. Nochmal Würmer, das gibt's ja nicht. Sehr ärgerlich. Jetzt kann ich mir kein Müsli mehr machen. Stardew Valley ist auch so ein Spiel, in dem ich mich auf das Spaß haben konzentrieren muss und nicht dauernd in das Maximizing verfalle. Ja, auf jeden Fall. Man muss so ein bisschen gucken, dass man nicht vergisst, dass man an so einem Spiel ja Spaß haben soll. Und noch zwei Würmer. Das ist nicht so richtig. Drei, vier. Arbeit ausartet. Gibt's ja nicht. Vielleicht bleiben die auch einfach. Oh, hier sind noch mehr Würmer. Ja, aber ich habe gehört, das Spiel, dessen Namen wir hier nicht nennen, ist da noch besser drin. Also hier, ja. Also dass Stardew Valley dagegen anstrengend wäre. So, ein verlorenes Buch. Aber wir haben uns ja auch schon, ja, wir haben uns ja so mit, damit arrangiert, dass wir halt nicht alles machen können. Also wir lassen ja zum Beispiel das Socializing im Dorf komplett links liegen im Moment. Ja, stimmt. Und ja, picken uns halt nur die Sachen raus, auf die wir Lust haben. Aber eigentlich muss man ja alles so ein bisschen machen. Ja, aber ich glaube, wenn man alles so ein bisschen macht, dann wird nichts so richtig gut, oder? Ja, aber das Problem ist, also ich habe ja zum Beispiel mal keinen Bock auf die Mine, aber um geile Sachen auf dem Hof zu bauen, brauchst du halt Metall aus der Mine, ne? Also da kommst du gar nicht dran vorbei. Urga, sie sagt, ich habe gerade meinen Spielstand zum dritten Mal neu geladen. Neujahreszeit, wollte etwas umbauen und hat nicht ewig Zeit und es soll perfekt werden. Ja, das ist immer das Problem. Das hatte meine Frau ja auch beim Spielen, dass sie, als sie eine Weile jetzt nicht weitergespielt hatte, sich nicht mehr an ihren Spielstand rantraut, weil sie Angst hat, irgendwas zu vergessen und dann nicht das Jahr perfekt zum Abschluss bringen kann. Und dann lieber gar nicht mehr weiterspielt. Das ist halt, ja, dann spielt man das Spiel gar nicht mehr, weil man Angst hat, dass man irgendwas falsch macht oder nicht perfekt. So, ich glaube, so, ich habe alle Sammeldinger fertig. Echt, wie hast du das jetzt so schnell geschafft? Ich bin halt Profisammler. Ja, glaube ich auch. Was braucht man nochmal für die Regel? Ahorn. Ja, ich habe jedenfalls Eichel und Eichelahorn und Kieferzapfen. Genau. So, wie viel kann ich bauen? Vier. Wow. So, ach nee, Mist, die. Ja, komm. Der Krokus fehlt noch. Krokus? Ja, den hatte ich vorhin auch. Glaube ich, verkauft. Na toll. Ja, gut, da muss ich nochmal raus. An die Front. Da waren, glaube ich, zwei halt, als ich oben lang gelaufen bin zu Robin. Ja, okay, dann gehe ich da nochmal lang.
Ja, quasi der Heimweg. Oh, jetzt ist dunkel draußen. Oh, Mayonnaise ist fertig. Habe ich noch ein Ei? Zwei Mayonnaise und viel zu viel anderer Kram. Ja, nochmal Würmer. Prähistorischer Schädel. Tassi, du sagst, und Jahreszeiten perfekt vorbereiten. Ja, wie groß die Felder, wie lang die Saat auf den Feldern bleibt, damit bis zur nächsten Saison immer etwas wächst und genau bis zum letzten Tag noch geerntet werden kann. Ja, das Ja. ist das Allerschlimmste. Ja. Ja, wie gesagt, gerade hier, wo wir hier nur einmal die Woche spielen, da irgendwie hat man natürlich überhaupt nicht perfekt im Kopf, wie lange welche Saat braucht. Und da haben wir uns auch so ein bisschen von losgesagt, das perfekt hinzukriegen zu wollen. Deswegen haben wir auch Und da ganz ist viel mit uns, Rasensprengern gemacht. ja, und aber uns sind ja auch schon, ja, das ist immer eine blöde Situation, wenn man dann seine Sommersaat hat und dann der auf einmal der erste Tag des Herbstes da ist und man dann seine verdorrten Sachen da sieht. Aber naja, da muss man mit leben. Das sind ja ganz viele Sachen hier für So. Gunther. Wie bitte? Ich habe ganz viele Sachen für Gunther gefunden. Für Gunther. Wer ist Gunther? Der Museumsmensch. Kiefernteer. Ach so. Ich habe hier dreimal Kiefernteer. Verkaufe ich mal was von. So, 247 Holz immerhin schon. Haben wir echt kein Holz und Stein mehr. So, aber hier darf ich mit dran an die Kiste. Naja. So, 22:40 Uhr. Bisschen was kann ich noch wegkloppen, glaube ich. Mal noch ein bisschen Quarz. Jetzt ist aber auch schon wieder richtig dunkel hier. Ist das ein Stein oder ein Holz? Ich kann es nicht erkennen. Wir hatten noch ganz viel Stein und Holz. Das ist alles schon verbraten? Ich weiß es auch nicht. Ist wahrscheinlich für den zweiten Stein noch mit drauf gegangen. Wie ist meine Energie schon wieder alle? Okay, ja gut, es reicht für heute. Dann schleppe ich mich mal ins Bett. Ich komme hier an so mini kleinen Bäumchen nicht vorbei, die ich kaum sehe, weil sie so klein sind. Umhaken. Ja, du, ich bin kaputt. Ich Oh, es kann nicht wird mehr spät. hacken. Ja, guck mal, mit was für Tempo ich hier Ich gehe ganz schnell ins Bett. ankomme. Ich gehe ganz langsam ins Bett. Ich komme nicht rein. Was ist hier los? Oh, Panik. Schluck Wasser gönnen. So. Ihr Platz habt immerhin noch eine Cola-Dose mit ins Inventar nehmen. Was? Oh ja, der Willst du eine gute von Cola-Dose Tassidor. mit ins Tal nehmen? Mit Inventar. Eine Cola-Dose? Axteffektivität plus 1, Wildbeerenernte plus 1, neues Herstellungsrezept, Kohlebrennofen. Ja, den haben wir schon. Ach, stimmt, wir können ja aus Holz Kohle machen. Neues Herstellungsrezept, wilde Saat. So, okay. Ach so, Cola-Dose? Was denn für eine Cola-Dose? Wo gibt es denn Cola-Dosen? Nein, diese Ich habe. Joja-Cola. Oder von wer die Ist die Müsli-Riegel eigentlich? Ich nicht jedenfalls. böse, die Joja-Cola? Das ist doch der böse Konzern, ne? Ja. Mit dem haben wir uns ja auch noch gar nicht beschäftigt, aber das ist, glaube ich, auch nicht weiter schlimm, wenn man ein bisschen einen Funken Anstand hat. Was wollte ich sagen? Ich habe drei Müsli-Riegel liegen da auch noch, wenn du welche brauchst. Genau da, nee, oder daneben, wo du gerade bist. Ah ja, sehr gut. Nehme ich hier direkt mit. So, ein Haufen Kohle da rein. Ja, ich gehe dann, achso, natürlich kümmere ich mich um die Tiere. Und dann gehe ich weiter Holz hacken. Okay, keine neuen Pilze. Dann gehe ich zu Fuß zu Gunther und hoffe unterwegs noch einen Krokus zu finden.
Oder noch ein paar Würmer, die ich ausbuddeln kann. Oh, da sind welche. Oh, die heutige Veranstaltung wird gerade vorbereitet. Ach ja. Sie hast schon wieder vergessen, ey. Meine Güte. Auch. So, du hast Köder dabei, sagst du. Ja. Ab 8 oder 9 Uhr fing das an. Genau, um 9, ja. Wie lange brauchen denn diese Kühe, um erwachsen zu werden? Baby. Sieht glücklich aus, Zäume. Ja, dann hätte ich gerne noch, weil ich habe ja irgendwie, habe ich ja auch schon die gute Angel. Ich glaube, ich habe die noch nie mit Köder benutzt. Sollte ich vielleicht nochmal. Dann kaufe ich mir jetzt den großen Rucksack, ja? Ja, mach das. Es ist verschlossen. Ach, Montag, natürlich. Ich kaufe mir morgen den großen Rucksack. Okay. Ich so wenig Steine. Was ist denn da los? Also in der einen Truhe sind ganz, ganz viele Steine. Ja, in welcher? In der Bergbaukiste, glaube ich. Gazi sagt Uhrzeit, ja. Ja, 9 Uhr ist offen. Ne? Ach so. Was, in der Bergbaukiste? Wie sind so ein Stein in der Bergbau? Ach so, ja doch, klar. Öffnet von 8 bis 18 Uhr. Ah, 700 Steine, jetzt haben wir das doch. Das ist ja geil, wenn man da gedrückt hält, wenn man so viel hat. Blub, 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 ja. Blub, blub, blub. So. Feiertag vielleicht. Ja, wahrscheinlich sind die alle bei einem Fest, ne? Deswegen hat die alles zu. Ja. Oder können wir jetzt gut. Ja auch hin eigentlich, ne? Ja, ja, doch, lass das mal machen. Ja. Ich bin mir nämlich auch wieder nicht sicher, wie da so die Zeit läuft. Ja. Da muss man jetzt aber keine Fische präsentieren oder so, ne? Nee, war nur so ein bisschen. Jetzt ist das Winterfest. Dann gesagt. Ja, aber irgendwas war doch mit Angeln, ne? Weiß nicht. Ich erinnere mich da eigentlich nicht so dran. Nicht? Oh Mann. Wo sind denn alle? Ach so, ach Mist, ich bin ja völlig falsch. Wie ist denn jetzt kürzer? Zum runter links. Wir, ja. Genau. Ah ja, da stehst du. Mal wieder ein Event. Oh, wir müssen runterlaufen. Weißt du noch, wie du beim letzten Event aussahst? Da bin ich nicht angekommen. Dann beim vorletzten, da wo du geblitscht hast. Ach so. Jetzt ist das nicht mehr, ne? Nee, das war ja auch nur irgendwann, nachdem du irgendeine komische Aktion gemacht hattest und dann auf einmal einen Beutel am Rücken kleben hattest und keine Augen mehr und deine Beine waren komisch. Heute beim Eisfischen mit, warum nicht? Ach, das war's. Siehste? Ja. Eisfischen. So, die bauen hier irgendwelche Skulpturen. Oh, Eis. Wunderschönes Material für Skulpturen, aber so vergänglich. Diese Eiszinnen verlangen meine volle Aufmerksamkeit. Ja, Entschuldigung. Der Wald sieht im Winter wunderschön aus, nicht? Wenn es nach mir ginge, hätten wir stattdessen eher ein Pizzafest in der Kneipe, sagt Aha. Shane. Ja, okay. Wie läuft der Winter für dich bisher, Möpor? Meine Frau zieht mich für das hier in die Kälte. Boah, hier ist was los. Können wir hier auch rutschen, wir hier übers Eis? Nö. Nee. Extreme Temperaturen können deinen Körper sehr belasten, also zieh dich warm an. Ja? Tut mir leid, dass es kein Essen gibt. Da ist Mani, was hat die denn zu sagen? Mir tun all die armen, frierenden Tiere da draußen leid. Hä? Hey Möpper, bereit für das Eisfischen? Ja, ich werde mein Bestes geben. Ja, und ich werde dich schlagen. Um ehrlich zu sein, nein, ich bin schlecht im Angeln. Ja, und ich werde dich schlagen. Hätte es vielleicht sein. Wir werden sehen. Weißt du was? Ich hätte vielleicht eine Jacke anziehen sollen. Ja, das wäre schlau. Hey Sepp, bereit für das Eisfischen? Dann mache ich jetzt einfach mal, ich werde mein Bestes geben, um zu gucken, ob es da Unterschied gibt. Oh, ja. Was hat er jetzt gesagt? Jetzt habe ich es zu schnell. Sehr gut. Das redet er nicht mehr mit mir. Muss man jetzt irgendwo hingehen? Oder kann man einfach... Nee, im Winter ist nicht nur schlecht. Im Schneespielen kann lustig sein. Okay. Ich rede mal mit dem Mayor, ne? Warte mal, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind südlich von unserem Dorf. Unserem Hof.
wo man Tiere kaufen kann. Ich bin verwirrt. Ach so, ja, jetzt sagt nichts. Ist hier sonst immer so eine große freie Fläche? Willkommen zum Fest des Eises. Ja, hier ist normalerweise der Teich. Ja, der da zugefroren ist, ja. Sieht so anders aus im Winter alles. Alles ganz weiß. Die Männer sind okay, denke ich, aber ich freue mich hauptsächlich auf den Frühling. So, wo kann man jetzt Eis fischen? Diesmal gewinne ich beim Eisfischen. Ah ja. Ich will auch Eis fischen. Jetzt bin ich hier ganz unten, in der Absperrung. Ich habe einen riesigen Fisch da unten gesehen. Aha. Ja, Wann geht's denn los? Kann ich mit allen einmal reden? Was? Ich hätte vielleicht eine Jacke anziehen sollen. Ja. So ist das, wenn man nur ein Character-Model hat. Oh, vergnügt dich gut auf dem Fest, ja. Ja, ich möchte beim Eisfisch mitmachen. Kalt? Nee, mir wird nie kalt. Ja, ich mach dir auch mit. Kalt, nee, mir wird nie kalt. Ja, hätten wir stattdessen ein Pizza-Fest in der Kneipe. Warte mal, den Fehler haben wir doch schon mal gemacht. Dass wir das Event nicht triggern konnten. Das war hier bei dem Quallenfest. Aber wir haben am Ende auch nicht gerafft, wie wir es getriggert haben, ne? Nee. Auf einmal ging es los. Aber wir haben davor auf jeden Fall auch mit vielen Leuten geredet. Ja. Versuch mal einfach rauszugehen. Okay. So, Schneespielen kann lustig sein. Oh, aber es ist ja auch alles nicht. Ah, doch, ich bin wieder da. Huh. Ich war kurz rausgeglitscht. Ich dachte auch schon, ja. Milli hilft mir ganz ohne Anlass. Was bedeutet das? Schluck. Dieses Mal gewinne ich beim Eisfischen. Ja, wo ist denn jetzt? Also, ach man, Leute. Ah, was für eine Art Schneemann sollen wir machen? Einen klassischen Karottennase-Zylinderschal. Etwas Abgefahrenes. Eisantennen. Die fahren zapfen für die Augen. Schneemänner sind langweilig. Lass die Fantasie spielen. Mit Louis reden, aber das haben wir doch schon. Zweifelsfall ein zweites Mal. Heutige Highlight ist Eisfischen. Wir haben diesen gefrorenen See vorbereitet und mit Fischen gefüllt. Lass mich wissen, wenn du Teilnahme bereit bist. Aha. Ja, ich bin bereit. Okay. Danke, Ogasi. Ja, letztes Mal, okay. Ja. Ja, genauso war es beim Quallenfest auch. Da muss man auch sagen. Lasst uns das diesjährige Eisfischen beginnen. Hey, da, euer Ziel ist es, so viele Fische wie möglich in 2 Minuten mit den bereitgestellten Angeln zu fangen. Also eure Fische hier aus diesen Eislöchern angeln. Gut, sind alle bereit? Los. Oh, okay, ich habe ein bisschen zu weit geworfen. Was ist jetzt? Okay, jetzt habe ich einen Glitch. Konntest du gedrückt halten zum Angelwerfen? Ja. Aber halt übers Ziel hinausgegangen dann. Ja, also ich habe einmal übers Ziel hinausgeworfen und jetzt hänge ich fest. Ach so, das ist nicht gut. Nee. Dann hängt jetzt alles an mir, oh nein. Ich gucke jetzt nach unten und mir guckt eine, also auf meinem Screen, meine Angel aus dem Kopf. auf deinem Screen sehe ich anders aus. Warte, ich mach mal einen Screenshot. Ja, ich kann mich leider nicht bewegen. So, ich fange jetzt aber nicht an, hier mich zu versuchen, aus dem Spiel rauszukicken, ne? Nee, lieber nicht. Schade, ich wollte auch annehmen. Aber wie geht denn das? Da muss man gar nichts gedrückt halten. Ist das nur so ein Zufall? Achso, doch. Ja, du musst halt ganz normal angeln, also. Achso, ja, stimmt, ganz normal. Hm? Ja. Aber da steht auch nirgends, wie viel die anderen haben, ne? Nee, aber man sieht immer, wenn sie welche rausziehen, dann ploppt immer über den einmal. Ah, okay. Achso, nee, man sieht es gar nicht richtig, aber ab und zu steigt ein Fisch über deren Kopf auf.
Und ja, da war nicht drin, wenn das Tier ist. Ich habe fabelhafte Nullfische. Immer noch. Oh, das hat bei mir gehakt. Deswegen hat er viel zu doll gezogen. Och, Manu. Was war das denn? Und Zeit war um. Wie, welche Zeit? Achso, die normale Zeit. 2 Minuten. Ja. Ärgerlich. Sieht aus, als hätten wir alle genau gleich viel. Was? Das sind eine ganze Menge Fische. Dieser Geruch. Nun kommen wir zum Gewinner des diesjährigen Eisfischens. Ja, ich weiß schon, wer es nicht ist. Boah, yeah. 6 großen schleimigen Fischen, yay! Yeah. Hier ist dein Preis, viel Spaß damit. Oh, ein Matrosenhut? Verkleideter Dreher, ein Angelgerät. Metallene Anhänger und die farbenfrohen Luftschlangen sind ein verlockendes Spektakel für die Fische. Erhöht die Beißrate von Fischen. Widerhaken macht deinen Fang sicherer und bringt die Fischleiste dazu, sich an den Fischen zu heften. Ah! Funktioniert am besten bei langsamen, schwachen Fischen. Oder ein Magnet, das ist ein Köder. Er hat die Chance, beim Fischen Schätze zu finden. Allerdings mögen Fische den Geschmack nicht besonders. Ach, du musst jetzt. Nee, hä? Musst du jetzt was aussuchen? Ja. Cool, Jay ist da. Hi. Alles gut, wir sind ja noch da. Ach, das ist alles meins. Ah. Okay. Wollte mich gar nicht entscheiden. Dann ist ja okay. Ich hab's nicht ganz. Hast ein bisschen. Es kam über Skype nicht alles rüber, was du gesagt hast, was das alles für coole Sachen sind. Aber cooles Angelzeugs, ne? Ja. Nicht schlecht. Ja, läuft ganz gut hier bei uns auf dem Hof. Allerdings haben wir gerade das Eisfisch-Festival mitgemacht und leider gab es bei mir so einen kleinen Bug, dass ich habe einmal meine Angel zu weit übers Loch geschmissen und dann durfte ich nicht mehr mitangeln. Dann hing mein Charakter, das finde ich ein bisschen schade. Aber Möbor hat unsere Ehre gerettet, ja, und 6 dicke, schleimige Fische an Land gezogen und ordentlich Angelzeugs gewonnen. Ich kann nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Nun, dann mal ab nach Hause. Ja, bei mir steht, ich habe zwar nicht gewonnen, aber es war trotzdem lustig. Dann gehen wir wieder nach Hause. Oh. Und eine kleine Träne kullert mir über die Wange. So, 22 Uhr, noch schnell ein paar Sachen verkaufen. Mayonnaise. Oh, ich habe noch ein Ei. Ja, und ansonsten ist natürlich Winter Tierezeit. Und da sind wir aber noch nicht ganz so weit. Wir haben 2 Hühner und jetzt auch schon 2 Babykühe. Und ja, warten jetzt ein bisschen darauf, dass die Babykühe größer werden. Und dann war mein Plan zumindest, als erstes Jahr den Hühnerstall auszubauen. Um was zu machen? Achso, um eine Brutstätte werden wir dann ja haben. Guck, wie schick ich aussehe. Wow, du hast ja einen tollen Matrosenhut. Ahoi, verbauter Mann. Aber was von deinem Angelzeug, da kannst du mir bestimmt ja auch mal was leihen, ne? Du kannst doch eh nicht alles gleichzeitig benutzen. Nee. Stimmt. Ich habe so einen coolen Köder. Na, erstmal drauf. Ja, sag nochmal, irgendwie ein Köder zieht Schätze an und was war das noch? Andere war so ein Angelhaken. Der macht die Fischleiste langsamer. Cool. Und das andere erhöht die Beißrate von Fischen. Ah ja. Ja, cool, das ist doch cool. Ja, nö, das da kann auch. Ich weiß nicht, wie man das anbringen kann. Aber naja. Bestimmt so ähnlich wie denn. Erstmal schlafen. Erstmal schlafen. War sonst noch was Wichtiges? Nö, wir haben ja soweit alles erledigt. Ja, komm, dann gehen wir mal pünktlich ins Bett heute. Andere Angel? Sagt Ugasi, wie? Achso, nee, hä? Braucht man so da eine andere Angel für? Nee, oder? Das ist eine andere Angel. So, müsstest du kaufen können bei Willy. Ah, okay. Oh, die will ich dann aber auch haben. Die hat mehr Slots. Ah. Ach so. Guten Abend, Krimi-Master. Hallo. Guten Abend. Muss ich dich enttäuschen, es gibt hier keine Sherlock-Holmes-Fälle hier zu lösen. Nee,
Oh, aber jetzt, wo ich die Matrosenmütze habe, da kann ich eigentlich. Moment, ich bin gleich wieder da. Jetzt bin ich gespannt. Gehe in der Zeit mal wieder mich So. um die Tiere kümmern. Da ist es so. Nicht schlecht. Ja, ne? Immer das passende Outfit parat. Ah, es muss ja auch in Character sein, ne? Ja, So nicht als schlecht. Farmer. Ja, genau. Ja, guck mal, dein blaues T-Shirt passt sogar auch dazu. Ah ja, schon die Siehst du grünen dich ein Ärmel, es bisschen ist so mit dem. alles Ja, perfekt. nee. Nee, du musst wieder weiter vor, dass man nur das Schwarz und das Blau sieht. So, ja, jetzt siehst du So. aus wie ein Kapitän. Ja, Kapitän Möwe, Stil echt, so kenne ich ihn, ja. Ja. So, hat So. denn heute hier der Günther offen? Kann ich heute vielleicht einen Krokus finden? Das wäre auch schön. Oh, warte mal. Alter, ein Monat steht hier. Oder Oh, sind sind schon es keine wieder Babys Würmer? mehr? Sind es keine Babys mehr? Wo ist mein Melkkübel? Wie melke ich die Viecher? Da wird jetzt mal richtig die Cash-Cow Ich wollte gerade fragen, sind es denn gemolken. Cash-Kühe oder? Ja, ich hoffe, dass es für uns Cash-Kühe werden. Niemand will Damit Milch, ich ne? ordentlich. Oh, was ist das denn? Guck mal. Hä? Stechpalme. Ja, sowas habe ich auch schon gefunden, glaube ich. Ach Ja, so. doch, hatte ich vorhin auch schon. Und ein Krokus. Ah ja, sehr gut. Die sind noch zu klein, aber da stand jetzt. Aber stand nicht mehr Baby. Ach nee, aber ein Monat ist dann wahrscheinlich trotzdem noch zu klein, ne? Ja, Schwer zu ist sehen auf halt dem auch. kleinen Screen. Ah, Ja, ja. es ist auch für mich schwer zu sehen. Schwangerschaft erlauben. Oh. Ach so, und durchgestrichen ist nicht erlauben. Nee, aber also wenn die schwanger werden können, dann kann ich die doch wohl auch melken. Muss ich da einfach den Melkkübel in die Hand nehmen und dann. Was Oh ist das ja, denn ich kann hier? Ach, melken. jetzt kann ich Ich auch die habe eine Bücher alle Milch. Ich abgeben. habe eine Milch. Ich habe eine Milch. Im Und ich Museum habe. spenden. Oh, ach, das, die andere Kuh ist noch zu jung. Ach so, die ist noch Baby. Ja, die habe ich ja auch später gekauft. Aber ich habe eine Milch. Das heißt, ich kann jetzt die Käsemaschine Nahrungssuche, was? benutzen. Die örtlichen Wälder und Berge sind großartige Plätze, um wild wachsende Erzeugnisse zu finden. Ein guter Sammler entfernt alles Unkraut, Stämme und Steine von diesen Gebieten, damit sich das Obst und Gemüse frei entfalten kann. Sammelexperten nennen auch die geheime Kultiviermethode, um wilde Pflanzen auf dem Hof anzubauen. Ist das nicht fantastisch? So, das sind diese Bücher. So, was steht noch an? Ich wollte den Der ist schon Stern ordentlich bei ausbauen. Gunther abgeliefert, ja. War ja auch fleißig immer in der Mine unterwegs. 400 Holz brauche ich noch. Also insgesamt 260 habe ich schon. Ja, ich gehe mal noch eine Runde Holz hacken. Ja, ich werde. Derweil, was mache ich denn? Gehe ich in die Mine? Nee, ich gehe erstmal Bist du hier den nicht Krokus markiert? abgeben. Und da angekauft wolltest du? Oder warst du Stimmt, das schon? ja. Stimmt. Dann gehe ich erst die Angel kaufen. Kannst Kann du ich auch auch nochmal zwei beim Angeln Korallenfeld kaufen? vorbei. Bekomme maximal tolle Steine in den Angeltruhen. Oh. Oh, guck mal, was hier auch noch ist. Eine Nautilusmuschel. Ah, cool. Geil. Ich sehe ja hier immer im Wald den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die immer so voreinander sind und man nie so genau weiß, wo ist jetzt der Baum, den man fällen will. Jetzt kann ich hier in die Krabbenhäuser auch nochmal einen neuen Köder reinmachen. Das ist auch ein bisschen ätzend. Dass man von Hand nachfüllen muss. Ja. Dann vergesse ich immer, wie das geht. Also Ja, Krabbenhäuser, stimmt. Das war ja glaube so ich, ein bisschen ein ablegen. Rätsel Dann noch, Köder in die ne? Hand Ja. nehmen. Genau, und dann Y drücken. Die Käsemaschine ist aber ordentlich am Käsen hier.
Sehr schön. Fleißig, fleißig. Warum ist hier eine Fackel auf der Insel? Die brauchen wir nicht, ne? Die haben wir da, glaube ich, mal hingestellt. Macht ihr Käse? Ja, wir machen Käse. Wir machen normalerweise nur Käse hier. Und Quatsch mit Soße. Hahaha. Oh Mann. Das Gespräch werden noch nicht besser, ne? Ne. Ah, ich habe ein Buch gefunden. Achso, das kann ich in der Bibliothek dann lesen. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich bin auf Konfitüre umgestiegen, sagt Cool Jay. Da keine Tiere und Küche. Also Tiere finde ich. Küche fehlt uns auch noch, ne? Ja, wie gesagt, da können wir ja tolle Gerichte kochen, die uns dann auch in der Mine weiterhelfen. Die bringen ja ganz viel Energie, wenn man aus ein paar Sachen ein bisschen was zusammenkocht. Ja, musst du sagen, da müssen wir, glaube ich, unser Haus für ausbauen, weil Robin ist relativ teuer. Retro-Grafik hin oder her, aber schick finde ich das hier nicht. Och, die Grafik eigentlich ganz nett. Ach, jetzt hätte ich ihn fast angegriffen, den Pierre. Ich wollte den Rucksack kaufen. Die Grafik von dem Spiel. Also ich kaufe jetzt hier für 10.000 den großen Rucksack, ne? Ja, mach. Du hast die Luxustasche erhalten. Dein Inventar wurde auf 36 Plätze vergrößert. Ja, die Küche ist teuer, ne? Hm. 10.000, sagt Cool Jay. Ja, oh, fast so teuer wie mein Rucksack. Ja. Küche oder Rucksack, da muss man halt Prioritäten setzen, ne? Ja. Ach, guck mal, hier ist ein Krokus auch direkt vorm Community Center. Na toll. Ich laufe den weiten Weg zum... Oh, ein Zug fährt durch das Sternentautal. Dann liegen da bestimmt jetzt tolle Sachen. Dekorativer Fächer. Was, hast du gerade einen Zug da fahren sehen? Oder oh, Kottenmaus hat abonniert. Wow, dankeschön. Das ist ja lieb von dir. So. So, was wollte ich gerade sagen? Bei dir ist ein Zug vorbeigefahren? Ja. Achso, bin ich komplett. Und was wollte ich? Achso, ich wollte noch sagen, dass ich am Anfang den Grafikstil auch gar nicht so hübsch fand, weil das alles so ein bisschen halt Pseudo-Retro ist irgendwie. Oh, Achtung, Cutscene. Entschuldigung. Das ist ein Cutscene. Ich habe mir ein Zimmer fertig gemacht. Na, schön. Achso, genau, in dem alten Haus und dann wird das wieder alles schick, ne? Wie viel Holz habe ich denn? Oh, ich habe noch, ja, ich habe genug Holz, geil. Hier noch irgendwas? Ach genau, die Nautilus-Muschel. Die wollte ich noch abgeben. Und der Käse ist fertig. So, 17 Uhr. Nee, da hat die Robin ja sowieso schon wieder zu. Es ist Dienstag übrigens. Euer Streaming-Layout sieht übrigens sehr hübsch aus. Oh, das freut mich. Ja, danke schön. Das haben wir uns so zusammengebastelt. Ach, guck mal, was ich hier geschenkt gekriegt habe. Eine Recyclingmaschine. Na toll. Da haben wir ja nicht schon 5 von. Ja. Weil die kann ich auch einfach hier hinstellen jetzt, ne? Die kannst du ja, keine Ahnung, wo du die hinstellen willst. Genau, ja, ich habe so ein bisschen, ich habe jetzt nochmal so einen 16:9 Rahmen zusammengebastelt, dass wir da auch die Bildschirme reinpacken können. Ja, und das so ein bisschen, dass wir das alles so ein bisschen zusammenklöppeln können mit unseren 2 Bildschirmen. Ich finde das sehr, sehr gut so auch, ja. Ja. Genau. Ich mache mittlerweile nämlich auch so halb professionell so Twitch-Designs. Kannst gerne mal auf meinem Twitter-Account vorbeigucken. Da habe ich so ein bisschen was angepinnt. Ne, also wenn irgendjemand irgendwas braucht, gerne Bescheid sagen. Ich dachte hier, die Brücke wäre jetzt repariert. Wie? Hast du da was für bezahlt? Ich habe doch die Brückenreparatur freigeschaltet. Das heißt wahrscheinlich, dass du jetzt
für viel Stein und Geld reparieren kannst oder Nee, so. die Viecher machen das selber. Noch eine Dauert Brücke eine beim Zauberer. Nacht. Es gibt noch eine Brücke beim Zauberer. Ja, mit diesen Brücken, da blicke ich ja auch nicht durch. Aber ich komme ja auch nicht viel rum. Ich bin ja hier mehr so auf meinem Hof, auf unserem Hof, Entschuldigung, beschäftigt. So, wir haben einen Käse. Den will ich verkaufen. Den will ich verkaufen. Was ist denn hier alles noch drin in der Kiste? Ach, wir haben auch keine Übersicht. Die sind vier Edelwicken noch drin. Brauchen wir die? Edelwicke ist aus dem Frühling, das Sammelzeugs, ne? Ja, also ich lasse eine drin, aber vier. Ja. Ja, wobei, warte mal, für irgendwas brauchen wir doch fünf Dinger von irgendwas, ne? Edelwicke ist Okay, ich Sommer. pack sie da rein. Edelwicke ist Sommer. Wie organisiert ihr eure Truhen nach Jahreszeiten? Also, wir brauchen fünf goldene Pastinaken, fünf goldene Melonen, fünf goldene Kürbisse und fünf goldenen Mais. Alles golden? Ja. Ich kaufe jetzt erstmal einen Käse, ich will wissen, wie der, viel der bringt. Also wir haben hier, was man vielleicht ganz klein bei mir auf dem Bildschirm sieht, rechts haben wir uns für die Jahreszeiten drei Truhen angelegt für Samen und alles andere ist so ein bisschen thematisch geordnet. Also wir haben Bergbaukisten und restlicher Kramkisten und dann noch eine wertvolles Zeugkiste, also wo so Sachen mit Stern dran drin sind und dann hier noch unsere Werkzeugkiste und eine Fischkiste. Die ist blau. Und daneben noch eine, da ist nichts drin. Ja, das könnte eigentlich die Müllkiste werden, aber wir haben jetzt so viele Recyclingmaschinen, dass wir Ach ja ja, nie apropos. Müll übrig haben werden. Ach ja, bau doch noch die Ich sechste baue mal Truhe. noch eine daneben. Dankeschön. Könnte ich zum Beispiel einen dekorativen Fächer reintun, oder? Hast du den geangelt? Ein Artefakt. Ach so, Ach so, nee. Oh, den muss drei ich wieder runter Reihen ist schon abgeben. ganz geil, ne? Aber da muss man ja nochmal rumorganisieren in seinem Inventar. So, 22:20 Uhr. Ja, Holz habe ich genug. Nämlich alles irgendwie verstreuen und Schon. finde nichts wieder. Oh ja, das ist nicht gut. Ja. Das Blöde ist ja auch, dass Kisten so blöd sind, umzuorganisieren. Ne? Ja. Das ist ja so viel Arbeit. Nee, das Einzige ist, dass wir jetzt, also wir haben quasi jeder eine Bergbaukiste und eine normale Kiste und daneben hat jeder zwei Öfen und das macht irgendwie gar nicht so viel Sinn. Das müssten wir ja nochmal anders aufteilen. Hier in dieser Ecke ist das auch immer dunkel. Da muss auch nochmal eine Fackel hin. Guck mal, die kann doch da hin. Zack. Ich könnte jetzt auch einfach mal hier hin. Auch noch eine Fackel eben mitgenommen, ja, genau. So, wo ist noch dunkel? Oh, bei mir vor der Haustür, ne? Ja, kann man da einen hinbauen? Ja, kann Ja, man. ja. Mach doch mal. Dann baue ich bei mir aber auch noch eine direkt vor die Haustür. Ich habe keine Briefe, ja, ist mir egal, ich So, hier muss Angel dieses bauen. coole Angel-Equipment packe ich auch mal mit da rein, ne? Ach, ich habe natürlich vergessen, die Angel zu kaufen Ja. eben. Ja. 0 Uhr. Ich gehe ins Bett. Jo, ich mache hier noch einmal kurz die Kisten voll. Dienstag. Ach so, warte mal. Ja, Wir ist jetzt haben. eigentlich der Tag schon rum, aber es ist ja auch schon 22 Uhr. Eigentlich passt das gerade ganz gut. Ach so, bei Cool JFK fängt vor dem Haus gleich Wasser an. Hattest du die Flusslandschaft als Startgebiet genommen? Wahrscheinlich schon. Oh, deine Brücke. Oh, sehr gut. Wie ist jetzt machen die das nämlich einfach so? Ach so, die Waldgeister. 9. Tag im Winter, ja, eins. So. Ach so, hier kann man doch jetzt mal raufgehen. Käse 230 Geld. Dreimal Mayonnaise 570 Geld. Kann man das noch weiter raus? 570 durch 3? Ja, doch, das geht. Es sind 57, 190. 17, glaube ich. Nee, 19. 190, 190, ja. ja. Gut, also ja, Käse bringt schon ein bisschen mehr, aber. Mayonnaise ist auch nicht schlecht. So. Ja, was meint ihr? Wollt ihr noch einen Tag oder so, oder wie sieht's müdigkeitsmäßig aus? Hast du morgen etwa schon wieder ein Frühstückszockmöbrohr? Ja, natürlich. Ja, noch einen Tag. Ja, okay, ein Tag geht noch. Na gut.
Frühstückszock ist ja auch erst um 6. Ja, bis dahin sind ja noch ein paar Stunden. Da können wir noch Ja, genau, bis dahin sind noch ein paar Stunden, genau. Nee, guck an, der Krimi-Master ist sogar noch da. Und er abonniert sogar. Boah, Na. das ist ja hier. Super. Geil, Dankeschön. So machen wir müssen, wenn jetzt noch jemand mit Twitch Prime abonniert, dann Ja, machen stimmt. Es gibt ja so wir. Leute, also Also. der Kisten-Basti, ein Bekannter von mir, der macht manchmal so Marathon-Streams und der sagt dann für jeden Sub 15 Minuten länger. Ja, auch nicht schlecht. Ja, da war ich letztens auch mal auf dem Kanal, da habe ich dann zufällig den Uberkrume im Chat getroffen. Das fand ich ganz lustig. Den wen? Uberkrume. Ach ja. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden zufällig im Internet getroffen, den ich in Real Life schon mal getroffen habe. So, jetzt habe ich vergessen zu melken. Melken will ich und dann will ich nämlich den, kann ich ja vielleicht heute noch den Stall anfangen ausbauen zu lassen. Achso, ich wollte dir Vor noch eine den zweiten. Mayonnaise-Maschine bauen, ne? Ja, das Ach, machen jetzt habe ich es wir. verraten, Mist. Soll das eine Überraschung werden? Ach, aber ich habe gar keinen Erdkristall, Mist. Nee, das war immer das Problem bei der Mayonnaise-Maschine. Wir können jetzt beide Kühe machen. Also wir können auch eine zweite Käsemaschine gebrauchen. Ah, das können wir sogar wirklich machen, glaube ich. Echt? Das wäre cool. Holz, Stein, Hartholz und Kupferbarren. Hartholz haben wir auf jeden Fall. Kupferbarren haben wir auch. Steine haben wir auch. Was fehlt noch? Normales Holz, ne? Da habe ich noch ein bisschen was von, wenn du was brauchst. Wo denn? Also in meiner Tasche. Achso, ja, dann bitte. 400 brauche ich, 56 hätte ich übrig. Das müsste reichen, ne? Ja, ich brauche irgendwie 20 oder so, oder 25. 37 habe ich da jetzt drin. Ja, ich nehme die mal alle. Erdkristall ist von Ebene 0 bis 40 recht häufig zu finden in der Mine. Ja, das stimmt, aber ja. Müllport, du bist ja jetzt immer meistens weiter unten zu Oh ne, finden, 45 deswegen. Holz brauchen wir. Da müssen wir noch mal kurz ran. Ja, ich wollte dir nur nicht alles geben, weil ich noch 400 übrig behalten wollte. Achso. Sätze, Also die man in es. der Realität nie hört. Ach, ich wollte dir noch eine Mayonnaise-Maschine bauen. Ja. Ja. Deswegen spielen wir Videospiele. Genau. So. Ja, so. Jetzt. Wie viel Holz ist jetzt noch übrig? Ich baue die direkt da drüber, ja? Ja. Und restliche Holz lege ich da einfach wieder rein. Ja. So, ich hau ein Ei in die 22. Mayonnaise-Maschine. Das hört sich gut an. Ich glaube, dann habe ich noch meine 400. So, und Milch in die Käsemaschine. Sehr gut. Dann kann ich mir, glaube ich, auch noch ein paar Müsli-Riegel wieder bauen. Geil. Noch so ein Satz. Ich brauche mir mal Müsli-Riegel. So, jetzt ist es auch schon wieder 11 Uhr. Habe ich das Wichtigste hier erledigt? Ja, Käsemaschine läuft. Tiere sind gefüttert. Ja, langsam läuft es hier mit den Tieren. Es ging jetzt doch recht fix, dass aus den Babykühen große Kühe geworden sind. Ich hatte jetzt so ein bisschen Angst, dass das so eine halbe bis ganze Saison dauert. Aber es war ja Gott sei Dank nicht der Fall. Es ist aber hübsch geschmückt hier. Sollen das Lichterketten sein? Ich habe hier noch so eine Wintersaat. Oh, Wintersaat? Wie, wächst da was im Winter? Nee, ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon. Da hat Urgasi gesagt, das geht nicht. So, nicht Hütte aufwerten. Das ist, glaube ich, auch ein Übersetzungsfehler. Muss doch Haus aufwerten sein, oder? Hofgebäude Doch, errichten. geht. Oh, dann pflanze ich die mal schnell, ne? Kühe streicheln und bürsten steigert die Zuneigung schneller. Ach so, ja, streicheln ist ja einfach anklicken, ne? Herzchen, ne? Bürsten, da brauche ich bestimmt noch eine Bürste für. Pflanze So, ich die hier einmal schnell gucken. clevererweise um unsere. Oh, ne, muss ich erstmal hacken alles. Oha. Fischteich. So, jetzt haben wir bestimmt nicht genug Geld. Wintersaat bringt halt Ja, Wildpflanzen vor. Mist. Ja, genau, das ist ja bei aller Saat immer so, ne? Ach so. Erstmal hier. Ach so, das war das, was du vorhin noch vorgelesen hattest, ne?
Was denn? Dauert 7 Tage, die haben wir, glaube ich, noch. So, ja, wir haben jetzt, ich habe zwar genug Holz und Stein, aber jetzt haben wir natürlich keine 10.000 Euro mehr für den großen Hühnerstall. Das ist schade. Was Weil fehlt du dir uns? ja unbedingt deinen großen Rucksack kaufen musstest. Oder was war das noch? Ja, großer Rucksack, Ja. ne? Du kannst die Sprinkler. Nee, nicht abbauen. Nee, die brauchen wir noch. Ja, die brauchen wir für die Saat jetzt. Weil ich gar nicht weiß, ob die Ach im so. Winter überhaupt funktionieren. Ja. Dezent nachtragen. Nein, Ivo. So, gut. Hütte aufwerten können wir auch nicht. Was wollte ich denn noch? Ich wollte Eine nach Angel Rüstung mal kaufen. gucken. Ja, das auch. Wie teuer war die denn? Eigentlich müssen wir jetzt sparen. Oder angeln. Guck an, hier sind sogar Würmer. Ich hab so einen Jetzt schönen habe ich natürlich Stein. wieder keine Köder dabei. Wie spät ist Oh. es denn? Versehentlich den. So. Größte Zuneigung bei Tieren sorgt für eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie besseres Zeug produzieren. Ja, gut. Oh Ja, nein, jetzt habe ich den. doch. Also wir wollen ja, dass dem Tier noch gut geht hier, ne? Ich spare auf die bessere Angel für 7.500 Ass. So Ist aber ganz teuer? schön teuer. Welche Angel hast du jetzt, Mirko? Ich habe ja. Ich habe die Das gleiche wie ist ja du, die. glaube ich. Die für 1200 oder so. Wie ist das jetzt schon die, wo du diese neuen Köder-Dinger ranbauen Nee, kann ich kannst? noch Achso, nicht. hast du noch nicht. Ja, okay. Ja, das ist ja, glaube ich, Fiberglasangel oder so, ne? Ja, genau. Ja. So, ich habe natürlich keine Köder dabei. Weil Egal, die ich kann erste jetzt Saat die. direkt so gelegt, dass sie nicht automatisch bewässert wird, weil ich ein Depp bin. Das ist sehr gut. Das hast du ganz gut gemacht. Wie viel Saat hast du denn? Ach so. 30. Kann ich die vielleicht ra wieder rausholen? 30? Nee, Mist. Nee. Nicht drauf rumhacken. 30, ja, das ist aber viel. Ja, das war in so einem Mit Beutel allem. drin. Hol mal den Ach Käse hier so. raus, ne? Ach, war das so eine Belohnung für ganz Ja, viel genau. Kram sammeln? Ah Ja. ja, okay. So, ich habe ganz viel Grünalgen, aber das ist ja gar nicht verkehrt. Ich habe hier noch Pilze. Ich mache mal eine Sammeltour jetzt. Ich hole Pilze. Dann hole ich oben von der Mine, da wo wir Die jetzt hin können. Pilze vergesse ich immer. Die werde ich. Ja. So, hier ein bisschen Mayonnaise sammle ich noch ein. Boah, was ist denn das für ein wilder Fisch hier? Eieieiei. Der zappelt immer so ganz schnell an so kleinen Stellen rum. Aber vielleicht schaffe ich es. Es ist aber sau schwer. Kann man da wirklich besser werden in diesem Spiel? Nee, da brauchen wir einen geilen Köder. Was ist? Boah, ich schaffe es, ich schaffe es. Nein, ich schaffe es. Ja. Ah, geschafft. Ja, kann man, sagt Cool J. Hey, neuer Rekord. Danke. Oh, ich kann sogar zum Steinbruch fahren. Geil. Erstmal hier zum Schmied. Weil ich ja noch was beim Dings abgeben wollte. Lassen die mich nicht rein hier. Wird das größ? Ach so, ja, von den Nein! Punkten her, dann wird das Oh grün. Ist okay, größer, nein! dann ist leichter. Was machst du? Ich glaube, ich habe gerade den Fächer an Elliot gegeben und er hat mir überhaupt nicht gefallen. Ach Mensch. Och, wie ätzend. Warum kann man denn diese seltenen Sachen abgeben? Ich wollte doch hier nur die Tür aufmachen. Jetzt ist es verschlossen. Ach so. Alter, der springt, der Fisch. Was ist denn das? Das ist ja viel Oh. krasser. Keine Romanze mit Elliot. Tja. Das ist ja ätzend. Wie, was für ein Fächer? Ich wollte Ich was dachte, im. das wäre Müll. Ich wollte was abgeben. So ein seltenes Ding, glaube ich. Ich weiß nicht, wie selten es wirklich Achso. ist, aber. Im Museum? Ja. Da wollte ich was abgeben. Das ging nicht, weil da wurde der Ausgang geblockt. Deswegen bin ich wieder rausgegangen von Elliot. Also von Elliot, der war gerade am rausgehen. So. Ja. Dann hat er mir den Ausgang, den Eingang blockiert. Ich bin rausgegangen, wollte wieder reingehen. Wollte A drücken, um die Tür zu öffnen, aber dann stand er da schon drin. Und dann habe ich ihm den aus Versehen geschenkt. Tja. Friendzone. Ja, und dann hat er sich nicht mal gefreut, der Blödmann. Aber guck mal, hier sind richtig viele Sachen. So, Ich kann gerade nicht gucken, muss mir schon sagen, was für Sachen. Du bist ja wieder so ein springender Fisch. Minerale. Was? Nein, nicht Ach, das schaffe ich Minerale, nicht. Erze, so. Ja,
Die Ärzte aus Krimi-Master Berlin. sagt, ich wollte doch nur die Tür aufmachen und jetzt ist verschlossen. Auch das nie in der Realität. Ja. Hier sind einfach ganz viele Steine, die ich kloppen kann. Was, wo bist du denn? Ach so. Ich bin im Steinbruch. Ach so, das neue Gebiet. Hinter der Brücke. Da kann man auch einfach mit der Mine hin, vor allem mit der Und Lore da. hinfahren. Das ist Ah, total so, super. jetzt verstehe ich es, was du da vorhin erzählt hast. Fast gefaselt gesagt. So, Hier ist noch eine geheime Tür. 20:30 Uhr. Ich habe einen Fisch gefangen, glaube ich. Oh, aber ich habe noch ein Ei. Wo ist der Fisch? Da. Fisch, weg. Da ist noch ein. Oh, ich habe gerade zwei Fische Wo bin ich denn gefangen. hier? Steinbruch für die Brücke repariert worden ist, genau. So, noch ein Ei in die Mayonnaise-Maschine. Hast du denn die Mayonnaise auch Ja. verkauft? Und hast du Käse auch verkauft? Ja. Zweimal Käse? Okay. Okay, das Ding ist neu. Ha. Ich bin hier irgendwie beim Steinbruch, gab es noch eine Mine, da konnte ich jetzt rein. Wie neu? So ganz neu? So ganz neu im Spiel neu? Oder wie? Ogasi kennt das nicht, dann muss es neu sein. Ja. So, was macht denn die Fischkiste? Ist natürlich auch schon 21 So. Uhr. Achso, 8-mal Grünalge. Achso, wir brauchen Seetang. Totenkopfgegner, Hilfe! Oh, die sehen aber fies aus. Rote Augen, die sind richtig fies. Oh, rote Augen, mit denen ist nicht zu spaßen. Alte Videospielweisheit. Ja. Ich angel noch ein bisschen Müll. Habt ihr das mit dem Zwerg in der anderen Höhle gesprochen? Achso, ja, mit dem konnte ich auch reden, aber das habe ich auch nicht verstanden, was er wollte. Was ich mit dem machen kann. Oh, ich bin gleich wieder tot. Oh nein. Nee, komm, nicht schon wieder. Eine Müsli-Riegel reinziehen. Treibholz, was hat denn das Treibholz nochmal gebracht? Oh, hier sind tausend von diesen toten Köpfen. Nee, ich hau ab. Hast du dem Zwerg was geschenkt? Fragt Cool Jack. Nee. Das machen sollen. Ey, der verfolgt mich hier die Gespannt. ganze Zeit. Was soll das? Oh nein, jetzt bin ich schon wieder tot. Mülpor wurde bewusstlos geschlagen. Möbo, wach auf. Totenkörper haben was von Doom. Ich habe dich ohnmächtig in den Minen gefunden. Du hast Glück, dass ich vorbeigekommen bin. Ja. Pass beim nächsten Mal besser auf. 23:40 Uhr. Ja, ich komme ja schon. 500 Gold und 5 Gegenstände. Oh, nein, mein Schwert. Das gute Wie? Essen. Wie, dein geiles Schwert hast du jetzt verloren? Ja. Aber du kannst dir doch eine Sache oder so wiederholen, Ja, eine ne? Sache kann ich mir wiederholen, ja. Ist verschlossen. Oh nein, jetzt haben die auch noch zu. Geht das am nächsten Tag auch noch? Oh, hier fliegt gerade eine Eule über den Hof. Ja, dann komme ich jetzt nach Hause. Oh, hier ist noch ein Wurm. Oh nein. No. Das wird knapp. Oh Oh, je. ich habe eine Jojo. Joja heißt das, ne? Eine Cola Jojo-Cola. aus dem Teich gezogen. Oh. Bei wem kann man die verlorenen Sachen zurückkaufen? Bei dem Typ da von der Dingsbums-Gilde. 1:10 Uhr. Oh, da bist du ja schon. Wie jetzt isst du Müsli-Riegel, wo du schon wieder hier bist. So, schnell Ja, ins Bett. sonst klappt das doch wieder nicht. So, gut, dann haben wir es jetzt aber wirklich. Jo. Juhu. Oh, guck mal. Ja, ein bisschen Geld haben wir bekommen. Ah Na, ja. reicht, glaube ich, noch nicht ganz für den großen Hühnerstall, aber immerhin. Die Pilze, die lohnen sich echt, ne? Dafür, dass man da gar nichts für Ich machen muss, nur dran denken. vergesse die immer wieder. Da ist wieder mein lustiges Spiegelbild. Was ist denn? Sieht man dich einmal normal und einmal gespiegelt, ne? Ja. Ach, ich sehe gerade, du hast ja auch wieder den Balken unten drunter. Ups. Ja, das ist egal jetzt. Nein, das fixe ich jetzt noch. Ja. Ach so, weißt du was? Hast du die andere Quelle jetzt gelöscht?
Die habe ich rausgenommen, ja. Wahrscheinlich musst du beide einfach drin lassen und dann, wenn sich, obwohl ich war ja ganz weg, ich weiß es auch nicht. Nein, ich habe gerade gedacht, ne, wenn Skype irgendwie die Auflösung umschaltet, dann schaltest du einfach dann auf die andere Quelle und dann sieht es wieder gut aus, aber So, ja, nee, leider nicht. so funktioniert es ja meistens dann doch nicht, wie man sich das vorstellt. Das hatte ich ja auch schon mit meinen virtuellen Kameras. Ne, 8400 haben wir erst, ne? Da fehlt noch ein bisschen was, bis wir wieder Ja, 10.000 müssen wir noch ein haben. paar Tage arbeiten. Ja, bisschen schwer an Geld zu kommen im Winter. Ja, egal. Gut. Nächste Woche Dienstag wieder. Ja, genau. Und Die Höhle. ansonsten, Ja, was? die Höhle Diese beim Höhle. Steinbruch ist neu seit dem Update 1.4. Gerade nachgelesen. Ah ja, cool, danke. Ah, Applaus, Applaus. Ja, Oh, es danke gab einen schön. Applaus. Ja, vielen Dank. Mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht heute. Ja, das auf jeden Fall, genau. Jetzt haben wir auch ein Fürs richtig cooles Zuschauen. Layout. Also, das gefällt mir echt gut. Ja, ist ganz nett irgendwie, ne? Mal gucken, ob ich dann vielleicht deinen noch ein bisschen größer mache. Dass man auch wirklich was erkennen kann. Ja, aber muss auch nicht zu groß, weil meine Ja. Kameraaufnahmegeschichte hier ist ja sowieso nicht so hochqualitativ. Ja, mal schauen. Dann sieht man wahrscheinlich erst, wie verschwommen das alles ist, wenn du es größer machst. Und den Zwerg kannst du verstehen, sobald du alle 5 Zwergenschriftrollen bei Gunther abgegeben hast. Oh, davon haben wir noch welche rumliegen, ne? Ah, dafür sind die. Aber danke für euren Stream. Ja, danke für die ganzen Tipps. Also, Ja. es ist also der nächste Stream wird noch besser. Immer noch besser, ja. Ja. Genau, was streamst du denn morgen früh Schönes? Morgen früh im Frühstückszeug gibt es nicht Trials of Mana, weil ich da im Moment nicht so viel Bock drauf habe. Bist du da immer noch nicht durch? Ich dachte, du Nee, bist schon ich. längst beim letzten Endboss. Ja, dachte ich auch, aber es zieht sich wie Kaugummi leider gerade. Deswegen gibt es morgen The Messenger. Ah ja. Das hatte ich jetzt ja auch neulich angefallen. Angefangen. Eigentlich angefallen. Das finde ich sehr Es ist cool. spät. Und Donnerstagabend gibt es dann den letzten Sherlock Holmes Fall. Allerdings schon um 7, weil ich weiß nicht, wie lange wir brauchen. Ich habe keine Lust, da irgendwie bis 11 Uhr oder so dran zu sitzen. Und am Freitag gibt es das nächste Epic Game der Woche. Wie Wheels of Aurelia oder so. Es geht laut How Long to Beat nur eine halbe Stunde. Das heißt, da müsst ihr zeitig Aha. aufstehen. Ja, Und okay, ach so. Du ja. fängst einfach ein bisschen später an. Oder das, das ging ja auch, aber was mache ich dann die halbe Stunde lang? Ich weiß es nicht. Nein. Mal gucken. Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao. und zwar nächsten Dienstag, ne? Bis Jo. dann. Tschüss.